Bums. Und jetzt hat Marc aber ein Video veröffentlicht und auf das bin ich gespannt, das habe ich nämlich noch nicht geguckt. Es reicht, die Zerstörung der Zoos. Von Marc, so heißt er übrigens, Chorhammer. Es reicht mir wirklich, ich bin es so leid, eingesperrte Tiere zu sehen. Das Video ist ein Weckruf, nie wieder in den Zoo mit deinem Geld zu unterstützen. 250 Aufrufe. Leute, da gehen wir rein, gucken wir uns an. Ich bin gespannt, was er zu sagen hat, ja? Schauen wir mal, worum es geht. Was Marc Chorhammer, vielleicht erfahren wir auch was über Marc, weil ich weiß leider nichts. Wir schauen mal. Vielleicht hast du mitbekommen, wahrscheinlich hast du mitbekommen, dass ich ja bei Leroy eingeladen war, um über Zoos zu sprechen, beziehungsweise um mit dem Arne ein Gespräch zu haben über Zoos oder vielleicht sogar teilweise im Speziellen über den Zoo Wuppertal, weil er ja dort der Zoodirektor ist. Wie du in diesem Video gesehen hast, gerne nochmal. Übrigens, von meiner Stelle, es gibt sehr, sehr viel Kritik am Zoo Wuppertal über die Art und Weise, wie er geführt wird, beziehungsweise geleitet wird und so weiter. Schwieriges Ding, ne? Also von daher fand ich es überhaupt auch übrigens von beiden sehr mutig, sich da hinzusetzen in so einen Talk. Ich hätte auch richtig Bock drauf gehabt, aber es hat einfach zeitlich nicht hingehauen. So, Marc, jetzt lass ich reden. Verlinke, falls du es noch nicht gesehen hast, wurde ich eingeladen, in den Zoo Wuppertal mir das Ganze doch mal vor Ort anzugucken. Weil die Aussage war ja bei Leroy in diesem Gespräch, ja Marc, du redest von den schlimmen Zoos, bei uns ist natürlich alles viel besser. Das ist eine Aussage, die von jedem Zoo kommt und ich sage euch, es gibt ja, also in Deutschland hat eine sehr hohe Zoodichte und hier sind die Zoos im Auge des Betrachters und aus globaler Sicht okay, hier und da. Es gibt auch deutliche Ausnahmen, da ist ja zum Tierpark Neumünster und so ein Kram, die natürlich katastrophal sind oder auch Krefeld. Das ist unacceptable, aber im internationalen Vergleich sind deutsche Zoos schon okayisch. Es gibt super krasse Zoos in den USA und Asien, die wirklich ultra krass riesige Gehege und wahnsinnige Dinge haben. Das sind so die Top-One-Zoos. Aber ich kenne keine Zahl, müsste man jetzt mal analysieren. Diejenige, die es betrifft, kann schon mal anfangen. Wie viele Zoos gibt es weltweit und wie viele davon sind wirklich katastrophal? Und Zoo ist nicht gleich Zoo. Das stimmt, du kannst nicht pauschalisieren und alle über einen Kamm scheren. Es gibt Horrorzoos, wenn ich da denke an Afghanistan, Indien, Syrien, viele asiatische Länder, Indonesien, katastrophal, viele horrorzoologische Einrichtungen, Privatzoos und so weiter. Also es gibt da viel, 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 zehntausende Horrorareale. Ja? Aber gut, war Marc nun da? Habe ich mir dann vor Ort angeguckt. Okay, die Bilder, krass, die ich dort gemacht habe und Videos werden wir uns gleich zusammen angucken. Geil. Finde ich übrigens sehr, sehr geil und schön, dass Arne ihn eingeladen hat. Ich habe es den Aquarianern ja auch angeboten, mir all ihre Schutz- und Aufzuchtstationen und Händler und Großhändler zu zeigen, wo ja alles tipptopp ist und nichts ist passiert. Aber ich sag mal so, gestern bekam ich eine schöne Nachricht. Ach ja, noch ein paar generelle Punkte zum Thema Zoo, die schon auf anderen Kanälen gesagt wurden, die ich aber gerne nochmal wiederhole, die ich auch in dem Interview teilweise in dem Gespräch angeführt habe, aber gerne nochmal wiederhole und nicht müde werde zu wiederholen, bis der letzte Zoo geschlossen ist, denn nach diesem Zoobesuch war ich wirklich am Boden zerstört, diese ganzen traurigen, eingesperrten Tiere zu sehen. Ich war wirklich fassungslos, wie man Tieren sowas antun kann. Das bin ich auch jedes Mal, wenn ihr gerade meine letzten Instagram-Stories guckt, Zoos 4 und 5, wo ich 24 Stunden ungefiltert einfach nur Videos aus dem Zoo von euch geteilt habe. Und das wart nur ihr. Nur 24 Stunden. Nur ein paar Tiere. Vielleicht so 50 oder so. Jeden Tag. Hat mich wirklich stark berührt. Die Bilder schauen wir uns gleich zusammen an. Vorher aber ein paar grundlegende Punkte zum Thema Zoo. Eins der Hauptargumente, die von Zoos oder ZoobefürworterInnen ja immer angeführt werden, ist ja, dass der Zoo einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz leistet. Ich hab's ja auch. Den möchte ich mal quantifiziert sehen. Also den wichtigen Beitrag zum Artenschutz, das wäre für mich zum Beispiel 10 Tiere aus der Wildnis holen, Reservepopulationen erstellen, Forschungspaper erstellen, 100 Tiere züchten und 100 Tiere auswildern. Nennt mir eine Art, für die das genau so stattfindet. Nur eine. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Es gibt dieses Gutachten der Bundesregierung, was zeigt, 800 Tiere geholt in den letzten Jahren, Wildfänge und um und bei 100 ausgewildert. Das ist eine große Diskrepanz und ausgewildert ein paar Lurche, dies, das. Haut nochmal den Link zur kleinen Anfrage an die Bundesregierung, war das, glaube ich, findet ihr, wenn ihr es googelt, sofort. Haut es nochmal unten in die Kommentare, da könnt ihr es nochmal nachlesen. Ein Gespräch angeführt, ich glaube, seit es Zoos in der Form gibt, wie wir sie heute haben, wurden rund 50 Arten vor dem Aussterben gerettet. Mhm. Das ist jetzt nicht ein. Da sind super geile Arten dabei, ne? Wie der Wisent zum Beispiel. Und das darf man den Zoos an dieser Stelle auch nicht absprechen. Das ist geil, dass Arten gerettet wurden durch Zoos. Die Frage ist nur, das ist der große Zusammenhang, den Twist, den man kriegen muss.
müssen dafür Millionen andere, nicht vom Aussterben bedrohte Tiere leiden und Besucher in den Zoo gehen und dafür Geld bezahlen. Weil Artenschutz kann man ja auch ohne Besucher machen und ohne das Geld der Besucher. Die Zoos sind ja eh größtenteils regierungsfinanziert oder Gemeinden finanziert oder wie auch immer, weil sie nicht genug Dinge zu erwirtschaften. Das heißt, wenn man Zoos vorwirft, ihr macht das nur wegen der Geldmacherei, das ist nicht ganz richtig. Ne? Also da muss man gut darüber nachdenken. Ich finde es gut, dass einige Tierarten gerettet wurden, vom Waldrapp bis zum Pritzerwalzgefährt, vom Wisent bis sonst was. Das ist schon okay. Aber viele Tiere wurden auch nicht gerettet. Und rechtfertigt das zehntausende Zoos, die es bestimmt weltweit gibt, all die Tiere einsperren und das viele stereotypische Verhalten und die vielen Toten und so weiter. Rechtfertigt ist das. Das ist für mich eine der zentralen Kritikfragen. Natürlich großer Beitrag. Es ist ein kleiner Beitrag und den will ich auch nicht kleinreden, aber zu welchem Preis? Macht es Sinn, 50 Tierarten vor dem Aussterben zu retten und dafür... Die man ja auch hätte ohne Zoos retten können, versteht ihr? Also dann kann ich auch einen Wildnisschutz-Rettungspark bauen, wo ich das mache. Das machen ja andere Länder auch. Ich habe Schutzprojekte besucht, wo die im Dschungel, dort, wo diese Tiere fehlen, dort eine Rettungsstation gebaut haben. Selbe klimatische Bedingungen, Futtermittel und so weiter, Tiere dort einsperren, züchten, freilassen, Logistik. Ohne Besucher, ohne alles, finanziert von echten Artenschützern. Das geht ja auch. Ich brauche keine Zoos, um Arten zu retten. Versteht ihr? Gott weiß, wie viele Tiere leiden zu lassen? Nee, macht nicht viel Sinn. Mal davon abgesehen, sind die meisten Tiere, die im Zoo eingesperrt sind, überhaupt nicht vom Aussterben bedroht. Das stimmt, da gibt es auch Zahlen, die liegen zwischen 80% und 99% in europäischen Zoos. So, der Tiere, die dort sind, sind nicht vom Aussterben bedroht. Das sind ziemlich große Zahlen, finde ich. Also wenn man mal da durchguckt, also Löwen sind nicht vom Aussterben bedroht, ne? Und die Elefanten, die da stehen, auch nicht und einige der Fische sicherlich auch nicht und viele der Säuger und so weiter. Warum sind die denn da, wenn die Zoos doch Reservepopulationen neu erstellen? Wäre auch eine meiner Kritikfragen gewesen. Da hätte ich so richtig, richtig drauf rumgebohrt. Das heißt, die sind dort eingesperrt für keinen wirklichen Grund. Botschafter ihrer Art, Bildung. Und natürlich, falls alle Lebensräume auf der Erde kaputt gehen, verbrennen, weggerottet werden. Ja. Natürlich, um Besucher anzulocken und um schön auszusehen. Ich habe das selber beim Zoo-Besuch jetzt gesehen, dass in ganz vielen Infotafeln steht, nicht vom Aussterben bedroht. Dann denke ich mir, ja, wenn die doch nicht vom Aussterben bedroht sind und ihr seid nur hier für den Artenschutz, warum sind die Tiere dann hier eingesperrt? Wichtige Frage. Aber da kommen dann die Zoos natürlich mit Botschaften ihrer Art, Bildung. Die Kinder können das nur hier sehen. Und wie gesagt, Sonntag, wenn man nach dem Frühstück mit der Familie in den Zoo geht, ist das natürlich, dass man sagt, heute haben wir einen großen Bildungsauftrag. Argument ist natürlich dann immer, ja, das ist unsere Reservepopulation. Wir haben die Tiere jetzt hier eingesperrt, falls deren Lebensraum irgendwann mal zerstört wird, dass wir hier noch ein paar auf Reserve haben. Um euch da ein Beispiel zu geben, ich habe einen Film gemacht in Costa Rica letztes Jahr, der kommt jetzt auch ins Fernsehen. Costa Rica nagelt mich jetzt nicht fest mit den Zahlen, war vor 30 Jahren noch 20% bewaldet und ist heute sowas wie 50% bewaldet. Ja? Lebensräume können, auch wenn sie geschützt werden, wieder zurückkommen. Nicht alles auf der Welt geht vor die Hunde. In meinem neuen Buch habe ich es auch so gemacht, dass ich schlechte Projekte habe, mittlere Projekte und sehr positive Projekte, weil ich besuche auch genug lebensraumerhaltende Projekte, wo es vorwärts geht, wo es vorangeht. Es wäre auch schlimm, wenn nicht. Nicht alles geht auf der Welt den Bach runter. Dann denke ich mir, ja, was ist denn das für ein Schwachsinn? Die meisten Tiere im Zoo können nicht ausgewildert werden. Das sagt euch auch jeder Zoo ganz klar, hat der Arne ja auch in dem Gespräch gesagt. Viele Tiere im Zoo können nicht wieder ausgewildert werden. Da wäre die Frage, ich finde es auch immer super schwierig, über Tiere zu sprechen. Tiere im Zoo. Gibt 1,5 Millionen Tierarten. Über welches Tier sprechen wir hier? Über den Bombardierkäfer, über das Frettchen oder über den Waldrapp? Also man muss das extrem differenziert betrachten. Man kann nicht solche pauschalen Aussagen machen wie Tiere aus dem Zoo können nicht ausgewildert. Es gibt super viele Tiere, die aus dem Zoo ausgewildert werden könnten. Einige nicht. Ja. Aber es werden auch Tiere aus dem Zoo aus geschlossenen Zoos auch ausgewildert. Und auch Meeressäuger zum Beispiel. So geschehen gerade zwei Delfine ausgewildert. Also Orcas aus Gefangenschaft wurden auch schon ausgewildert. Hier, das Russian Project. Waren das 10 Orcas, die freigelassen wurden aus Gefangenschaft? War jetzt kein Zoo, aber sie waren schon in Gefangenschaft. Pauschale Aussagen dazu, wenn es um sehr spezielle Thematiken geht, wie Tiere, das geht nicht. Ne? Dass viele Tiere überhaupt nicht mehr ausgewildert werden können, weil die natürlich gar nicht mehr in der Lage sind, in der freien Wildbahn zu überleben. Dann frage ich mich, was macht es für einen Sinn, eine Reservepopulation zu haben im Zoo, sagen wir von 5 Elefanten? So, Elefanten sterben aus, sind jetzt 5 Stück noch im...
Die übrigens nicht vom Aussterben bedroht sind? Wuppertaler Zoo. Mhm. Ja. Willst du die jetzt von dort aus auswildern und wieder in Afrika ansiedeln, wenn der Lebensraum eh schon zerstört ist? Fände ich geil. Machen die aber nicht. Da, die Geschichte habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ne, dass so eine Lehrerin so super sauer war nach so einem Schulvortrag und sagte doch, der Hagenbecker Tierpark, also in Hamburg, der züchtet Löwen und fliegt die dann nach Afrika und wildert die dort aus. Nee, machen die nicht. Also das ganze Konzept von Reservepopulation macht dann nicht wirklich viel Sinn für mich und ist für mich einfach nur ein vorgeschobenes Argument um. Ja, jein. Bei einigen Tierarten würde ich zustimmen, die es in der Natur zum Beispiel gar nicht mehr gibt. Da würde ich da zustimmen. Unbedingt im Zoo oder in einem Enclosure irgendwo halten, Reservepopulation aufbauen, versuchen die auszuwildern hinterher, weil deren Lebensräume tatsächlich zerstört sind. Aber nochmal, das ist 0,01% vielleicht oder noch weniger. Das ist schwierig, da Zahlen zu nennen, weil für viele solche Dinge gibt es auch gar keine Zahlen. Ne? Da kann man jetzt nicht sich dann festlegen auf, Robert, nenn die Quelle dafür. Außerdem sind wir hier immer noch im Livestream und reden einfach nur. Tiere, vor allem exotische Tiere, einzusperren und so Besucher eben anzulocken. Und welchen Beitrag zum Thema Artenschutz und Artenerhalt der Zoo wirklich leistet, kann man auch in dieser Veröffentlichung hier sehen. Was heißt Veröffentlichung? Es war eine kleine Anfrage, ich lese... Das ist das, wovon ich vorhin gesprochen habe. Danke, Marc, dass du das hier raushaust. Jetzt bin ich nochmal auf die Zahlen gespannt, ob ich die völlig verhauen habe, wie immer, die ich mir nur ausdenke, oder ob sie hier mal gestimmt haben. Selten. Der Abgeordnete Dr. Kirsten Tackmann von der Fraktion Die Linke an den Bundestag bzw. an die Bundesregierung vom 8.04.2021. Hau mal die Zahlen raus. Könnt ihr euch selber mal durchlesen, dieses Papier. Und dort wurde eben ganz klar gefragt, wie viele und welche Exemplare von geschützten Arten wurden seit 2005 importiert. Und dann auch die nächste Frage, wie viele dieser Tiere wurden direkt an Auswilderungsprojekte... Halt, stopp, ein wichtiger Faktor... Entscheidender Punkt ist nicht, wie viele Tiere jetzt importiert wurden und exportiert, sondern geschützte Arten. Das muss man fett unterstreichen. Welche Exemplare von geschützten Arten wurden seit 2005 importiert? Und dann auch die nächste Frage, wie viele dieser Tiere wurden direkt an Auswilderungsprojekte abgegeben? Also eine direkte Frage, wie viel habt ihr eingefangen, wie viel habt ihr ausgewildert? Um mal zu gucken, macht ihr überhaupt was Wichtiges für den Artenschutz oder... Fangt ihr vielleicht mehr Tiere ein, als ihr auswildert? Weil das ist ja dann nicht wirklich Artenschutz, oder? Und die Antwort lese ich euch gerne vor. Ausfuhren für Auswilderungsprojekte im Bestimmungsland sind in der Tabelle Anlage 2 und im Regelfall mit dem Zweck N aufgeführt. Es handelt sich dabei um insgesamt 149 Tiere. Und es macht auch hier wieder wenig Sinn, über Tiere zu sprechen, weil 130 Salamander auswildern ist mit Sicherheit nicht so effektiv wie 130 Waldrapp auszuwildern. Also es kommt jetzt, nimmt mich jetzt nicht so beim Wort, ihr versteht, was ich meine. Ne? Also oder jetzt 100 kakerlakenartige Lebewesen freizulassen im Vergleich zu 130 Sumatra-Nashörnern. Also versteht auch da bitte den Twist und den Wert, wobei alle Tiere gleichwertig sind, ne? Aber wir müssen immer noch unterscheiden im Bedrohungsstatus und welche Tiere sind es denn hier? Habe ich jetzt 140 Kakerlaken freigelassen oder wirklich 70 Sumatra-Nashörner? Was natürlich nicht der Fall war. Wenn man dann in den Anhang guckt und sich die Tabelle anguckt, wie viele Tiere eingefangen wurden und wie viele davon Wildfänge waren, dann rechnet man das zusammen und kommt zu folgendem Schluss, dass insgesamt 265 Tiere seit 2005 aus der Wildnis entnommen wurden und 149 ausgewildert wurden. Wie kann man jetzt sagen, dass man Artenschutz betreibt, wenn man mehr Tiere einfängt als auswildert? Mhm. Macht jetzt für mich nicht wirklich viel Sinn. So viel also zu dem Thema. Sehe ich genauso. Des Artenschutzes kommen wir zum nächsten Punkt, der oft angeführt wird, und das ist der Bildungsauftrag. Ja, Zoos haben einen Bildungsauftrag. Das ist ganz wichtig für die Kinder, Tiere zu sehen und damit die einen Bezug zur Natur haben und was über diese Tiere lernen. Wir werden gleich auf den Bildern sehen, dass man dort überhaupt gar nichts lernt. Selbst die Infotafeln, die... Doch, Marc, da muss ich dich kritisieren. Man lernt da schon was. Wie wir Menschen meinen, mit Tieren umgehen zu dürfen. Das lernt man da schon. Und deswegen sage ich auch immer, wenn mir ganz, ganz viele Schüler immer schreiben, ich werde in den Zoo gezwungen und ich kriege eine 6, wenn ich nicht hingehe. Und also erstens kann euch gar keiner zwingen. Da würde ich eher meine Eltern nochmal vorschicken, die dann eine ordentliche Ansage machen. Dass, wenn ich ein Kind hätte und eine Lehrerin würde mein Kind zwingen, in den Zoo zu gehen, gäbe es eine öffentliche Ansage hier auf YouTube. Nein, dann würde ich dem Kind sagen, pass auf, geh da nochmal hin, guck dir das alles in Ruhe an und stell mal die folgenden 5 Fragen. Unter anderem das, was Marc ja auch fragt, ne? Kann man ja nochmal hingehen und kann sich da nochmal damit beschäftigen und vielleicht ein letztes Mal anschauen oder sich selbst ein Bild dazu machen, was da so los ist. Da kann man insofern dann schon Bildung genießen. Angebracht sind. Da steht dann drauf,
Name des Tiers, lateinischer Name, Herkunft, eventuell, ob der Lebensraum bedroht ist. Naja, und alle gehen dann hinterher raus und wissen den lateinischen Namen. Zebrasoma hier Dings da. Der war gemein. Besonderheiten und was die essen. Meint ihr, irgendein Kind liest sich ernsthaft diese Tafeln durch? Alle! Selbst ich, wo ich mir die durch... Gibt es eine Studie, die besagt, dass wenn nicht Zoolotsen oder fachkundiges Personal Kinder und Menschen durch Zoos führen, dass der Lerneffekt deutlich geringer bzw. verschwindend gering ist oder sogar eher negativ, dadurch, dass man dümmer aus dem Zoo rauskommt, weil man eben einen falschen Eindruck hat oder sich falsche Sachen eingebildet hat. Einbildung ist auch eine Bildung. Lesen habe, manche. Meint ihr, ich kann mir das irgendwie merken, welches Tier jetzt was frisst und was an dem besonders ist? Nichts lernt man dort über Tiere. Du stehst vor einem Bärengehege, siehst da einen Bären liegen, ich zeige die Fotos am Ende gleich, guckst dir den Bären und denkst dir nur, ja, viel über Bären habe ich jetzt nicht gelernt. Der liegt da rum, macht gar nichts, ist zu Tode gelangweilt, weil er weder Artgenossen hat, noch irgendwie Abwechslung hat, in einem viel zu kleinen Gehege eingesperrt ist, in Wuppertal, wo, also, was macht das für einen Sinn? Das ist auch übrigens eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, die finde ich immer sehr, sehr spannend. Wenn Marc jetzt sowas sagt, wie das ist ein viel zu kleines Gehege, ne? Was ich ja in den meisten Fällen auch so sehe. Wer sagt denn, oder wer ist dazu berechtigt und befähigt, also ein Experte, wer darf sagen, für einen oder für zwei Schimpansen zum Beispiel brauchst du 200 Quadratmeter Innengehege und 200 Quadratmeter Außengehege, was an 150 Tagen im Jahr zugänglich sein muss und so eine Temperatur. Wer bestimmt das? Wer nimmt sich das Recht, das zu bestimmen? Wer sagt, das ist okay? Das ist so eine Frage für mich, gell? Was lernst du denn da von Tieren? Was lernst du denn von Tieren? Was lernst du über Eisbären, wenn du einen Eisbär auf einem Beton, in einem Betonbecken siehst? Oder da lernst du, dass die da nicht hingehören. Orca in einem Pipi-Pool siehst. Nichts lernst du über diese Tiere. Ja. Also einfach nur ein vollkommener Witz, eine Frechheit zu sagen, das ist eine Bildungseinrichtung und Kinder würden irgendwas mitnehmen. Ich habe auch ganz viele Kindergruppen an dem Tag gesehen, als ich dort war. Die schreien nur rum, lass mal zum Spielplatz gehen, lass mal dahin und... Würde ich Marc, ne, das ist jetzt nicht wissenschaftlich evidenzbasiert, sondern ich würde Marc da zustimmen, weil ich war natürlich sehr häufig in Zoos und gehe auch immer noch häufig in Zoos, dann immer mit so einer Brille, mit so einer Nase und zum Schnurrbart. Und da sehe ich auch immer wirklich viele, viele Kindergruppen, die auf Spielplätzen rumhängen und Currywurst essen und so ein Kram. Unterhalten sich über ganz andere Sachen, aber nicht über die Tiere im Zoo. Die lernen einfach überhaupt nichts. Und auch dieses Argument, wir müssen der nachfolgenden Generation die Natur nahe bringen, um denen zu zeigen, wie wichtig es ist, die Natur zu schützen. Ja, denke ich auch, dass wir das müssen, aber nicht, indem wir Tiere einsperren und die hinter Gittern irgendwelchen Kindern zeigen. Und das kann man auch ganz einfach sehen, dass dieses Konzept nicht aufgeht, weil was machen die Besucher, nachdem sie die eingesperrten Tiere gesehen haben? Gehen ins Zoo-Restaurant und hauen sich eine Currywurst rein. So, hier, Marc, danke! Schon zwei Leute sagen das, dass sie das beobachtet haben. N gleich 2. Wir sind hier gerade auf einer wissenschaftlichen Reise. Gefällt mir, Marc. So viel gut. Bezug zur Natur und zu den Tieren haben sie nämlich gelernt, dass sie sich danach einfach gequälte Tiere in Wurstform... Yo! Marc, verdammte Scheiße, wieso bist du nicht so abgegangen im Interview? Ich weiß, so eine doofe Interviewsituation, wo man bestimmt aufgeregt ist und wo man sich hinterher ärgert, ach scheiße, hätte ich doch das und das gesagt, wäre mir ganz genauso gegangen. Ich hätte mich vermutlich hinterher super geärgert und dem noch sonst was für Fakten um die Ohren gehauen. Schön, aber geil, dass du jetzt tatsächlich hier das Video machst und das ähnliche Worte findest, wie ich das auch tue. Reinfahren. Gut, mal davon abgesehen, dass tierische Produkte einer der Mithauptgründe sind, dass es Artensterben gibt. Also überhaupt tierische Produkte zu verkaufen, ist total widersinnig, wenn man über Artenschutz spricht. Mhm. Aber dann auch noch, dass das offensichtlich, ich kann doch nicht behaupten, ja, wir stellen einen Bezug zur Natur dar und die Leute werden sensibilisiert für Tiere und Natur. Und dann hauen sich dieselben Besucher Fleisch rein oder Milch. Was macht denn das für einen Sinn? Das macht wirklich wenig Sinn. Ist ihr Müll trotzdem auf dem Boden? Gut. Also, nee, Leute, das geht auch nicht auf. Und jetzt noch einen erschreckenden Punkt, den vielleicht auch viele nicht so auf dem Schirm haben. Zoos töten Tiere. Es werden immer wieder Tiere getötet, die zu viel sind, werden dann entweder... Ja, krass, ne? Auch gesunde Tiere und auch tatsächlich vom Aussterben bedrohte Tiere. Und die werden dann verfüttert und so. Überzählige, es handelt sich häufig um Menschen, die dann für Stress sorgen, weil die nicht in die Gruppe passen, nicht abgebbar sind, keiner sie aufnehmen will. Alles schwierig. Hatte ich auch gerade den Fall gestern oder vorgestern, ging die Frage rum nach 2 Silberfüchsen, die irgendwie abgegeben werden müssen. Also ständig müssen da Tiere
weil sie überzählig sind und man sie nicht freilassen kann. Alles schwierig, gell? Entsorgt die Leichname oder eben an andere fleischfressende Tiere verfüttert, hat der Arne ja auch in seinem Video mit mir zusammen gesagt, dass er dann im Sinne der Population denkt und dann mal hier eine Ziege oder einen Bock tötet und dann den Löwen zu fressen gibt. Wo ich mir auch denke, ja, super Sache, macht natürlich auch rein ethisch gesehen super Sinn, einen Löwen aus Afrika, der eigentlich in Afrika lebt, in Wuppertal einzusperren und dann dem andere Tiere zu füttern, damit man Geld damit verdienen kann, dass man einen eingesperrten Löwen zeigen kann. So, jetzt sagt ihr vielleicht, ja, aber Löwen müssen ja Fleisch essen, da gibt es ja keinen Weg dran vorbei. Kommen wir zu einem nächsten Punkt. Bin ich gespannt jetzt, das ist spannend. Auch erschreckt hat, den ich vor Ort gehört habe. Ich habe ihm gesagt, ja, die Anlage ist ja eigentlich recht schön hier. Ich stelle mir vor, wie das alles ein Lebenshof sein könnte, wo man einfach gerettete Tiere unterbringt und sich um die kümmert. Vielleicht Kühe, Schweine oder auch verletzte Wildtiere, die man hier gesund päppelt. Dann sagt er, ja, das machen wir ja auch. Wir nehmen ja auch Wildtiere auf, die verletzt wurden. Igel, Fledermäuse und andere Tiere. Und ich so, ja, cool, das freut mich, das ist was Gutes. Und dann sagt er, ja, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, wenn die Tiere nicht mehr ausgewildert werden können, weil die zu schwer verletzt sind oder vielleicht zu alt sind, keine Ahnung, wenn die nicht mehr ausgewildert werden können, wenn man also weiß, dass sie in der Natur sterben würden, dann töten wir die hier im Zoo. Ich dachte so, boah. Also wenn jemand dir einen verletzten Igel bringt und der so stark verletzt ist, dass er denkt, der würde im Wald sterben, dann tötet ihr ihn direkt. Also Tiere, die nicht ausgewildert werden können, sind quasi nicht lebenswert, die bringt man dann um, weil man dann sagt, okay, das ist kein lebenswertes Leben für die, dann bringen wir die lieber um. Wenn die nicht mehr in ihrer natürlichen Laufbahn, in ihrer natürlichen Umgebung leben können, dann sollen die lieber sterben. Dann habe ich ihn gefragt, ja, warte mal, also ihr bringt die um, nur weil die nicht ausgewildert werden können? Alle Tiere, die hier eingesperrt sind, können nicht ausgewildert werden, laut eigener Aussage. Also warum bringt ihr die denn nicht um? Ja, das wären ja Reservepopulationen. Und dann ist mein Kopf wieder gegangen, ja, aber Reservepopulation ändert ja nichts an der Tatsache, dass selbst wenn das eine Reservepopulation ist, diese Tiere niemals mehr in der Wildnis leben können und werden. Also ich kann doch nicht sagen, wenn ein Igel kommt, der nicht mehr in der Wildnis überleben kann, dann bringen wir den um, aber wir fangen gleichzeitig Tiere aus der Wildnis ein oder züchten hier andere Tiere, die niemals mehr in der Wildnis überleben können. Oh, das ist kompliziert zu verstehen, also zumindest für mich. Aber die bringen wir nicht um. Mhm. Und da ist mir dann ganz klar geworden, es geht den Zoos überhaupt nicht um individuelle Tiere oder um den Artenschutz als Ganzes. Vielleicht ein kleines bisschen Artenschutz hier und da. Absolut. Aber der Hauptgrund für Zoos ist einfach nur dieser menschliche Überheblichkeitskomplex. Wir stellen Tiere aus, damit Leute die angucken können und machen einfach einen Haufen Geld damit. Ich glaube, also ganz oft ist das Finanzielle da nicht im Vordergrund. Ne? Da muss ich die Zoos so ein bisschen in Schutz nehmen. Ganz oft hat das auch was damit zu tun, und ich kennen ja nun auch Zooleute und Tierpfleger und was weiß ich, die haben auch einfach Bock, diese Tiere zu halten, wie eben auch ein Aquarianer oder, wie heißen die Reptilienfreunde, Reptilianer? Hä? Herpetologen? Hä? Scheiße, wie heißen denn die Reptilienhalter? Reptiloiden? Wie auch die Reptiloiden? Boah, heute reite ich mich richtig rein, gell? Man hat Bock, diese Tiere zu halten und das macht ja auch Spaß. Ey, ich sag immer, und das ist auch wirklich so, das Angeln und die Aquaristik ist für mich wie Heroin. Terraristiker, vielen Dank, The Real Miralu. Das war das Wort, wo ich seit Corona komme ich nicht mehr auf die einfachsten Worte. Ein Zentrum im Gehirn abgestorben. Echsenmenschen auch genannt. Terraristiker oder Echsenmenschen. Wo war ich stehen? Jetzt habe ich mich schon wieder verzettelt. Achso, ich kenne das selber. Das Angeln und die Aquaristik ist für mich wie Heroin. Ich muss mich jeden Tag zusammenreißen, es nicht zu tun, weil ich es so geil finde. Ich liebe Angeln und ich liebe Aquaristik und ich würde das sofort machen, aber mir geht es eben heute vordergründig um die Tiere und nicht mehr um mich. Es ist geil, die Viecher zu halten. Es ist geil, wenn du eine Blaustirn-Amazone hast als Ultra-Papageien-Vogelfreund. Das ist natürlich geil und es ist auch super geil, seltene Arten zu züchten und zu halten und sich an denen zu erfreuen. Da steht nicht immer das Geld im Vordergrund, sondern es ist die Geilheit auf das Tier. Verstehst du? Jetzt rede ich mit euch schon, wie als ob ihr da seid. Verstehst du? Ihr wisst, was ich meine. Ja, also daran liegt es eben auch häufig. Mehr ist es nicht. Und ich sage euch eins. Das wird nicht mehr lange sein. Ich habe auch ein cooles Foto, wo ich gleich drauf eingehen werde, wo dann ein Zeig! Tier hängt. Los! Stück. Hier in diesem Gehege wohnt zurzeit niemand oder so. Und ich dachte mir, ja Mann, das ist genau das richtige Schild. Von den Schildern werdet ihr noch eine ganze Menge ausdrücken können. Was ist geil daran? Erklär mal, Schadig. Das kann ich dir gar nicht erklären. Also ich liebe Fische und ich erfreue mich sehr an deren Anblick. Ich freue mich, die zu haben. Die
die anzuglotzen, denen Aquarium einzurichten, zu aquascapen, zu recherchieren, was, wie, wann, wo Wasserwerte züchten, in Erwartung, die könnten sich vermehren, wie sie rumschwimmen, jeder von euch füttert gerne Tiere, egal ob das jetzt eine Ziege ist, ein Hund, eine Katze oder, man füttert gerne Tiere, alle Menschen füttern gerne Tiere, schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr nicht gerne Tiere füttert. Man macht das halt gerne und man hat gerne Tiere. Und ihr schreibt es ja auch, ja, und auch ich liebe Aquarien, macht das aber nicht mehr. Ja, und das Angeln, beim Angeln war es bei mir, zack, Ausrüstung, die Köder, der Drill, das Adrenalin, den Fisch halten, das in der Natur sein, das ist ganz, ganz viel. Und für jeden ist das natürlich anders. Aber was uns alle verbindet, wir lieben diese Tiere. Keiner sperrt Tiere ein in Zoos oder Angeltiere, weil er sie hasst. Und das ist das Absurde, versteht ihr? Sondern weil man sie liebt. Und irgendwann kommt das größte Schild an den Eingang des Zoos. Zoo leider geschlossen. Feierabend. Zoos werden schließen. Denk an meine Worte. Kommen wir also. Ja, einer zum Beispiel, der mich um Hilfe gebeten hat, da wurde ein Zoo geschlossen und jetzt sitzt man in der Scheiße und sie rufen nach Hilfe und fragen genau mich. Na dann, werden wir mal sehen. Projekt 22. Jetzt zu den Bildern, die ich mir mit euch zusammen angucken werde. Ich kommentiere das ein bisschen. Hab die Bilder seit dem Zoobesuch auch dann nicht mehr gesehen. Das heißt, wir gucken jetzt zusammen mal durch. Wenn mir ein Bild ins Auge sticht und ich was dazu sagen kann, Hintergrund, Kontext oder so geben kann, dann gebe ich das mit. Genießt also die Dia-Show, wenn man genießen sagen kann. Und ja. Los! Manche Bilder sind wirklich traurig, wie ich finde. Das erste Bild, was wir hier sehen, ist, meine ich, der Käfig von einem Panda-Bär. Irgendein Tier, was da drin ist. Ich meine, guckt euch das mal an. Tiere gehören... Aber wenn dann der rote, oder? Also doch kein richtiger, echter Panda. Das wäre doch Quatsch, oder? Nicht hinter Gittern. Das ist doch Quatsch. Und diese Baumstämme da drin, sieht das irgendwie für euch aus wie eine Art Urwald oder so? Für mich nicht. Also von wegen Art. Ja, und nicht alle Zoos haben natürlich die finanziellen Mittel, sofort zu modernisieren, riesige Gehege aufzumachen, sondern da sind teilweise noch Anlagen dabei, die sind 30, 40, 50 Jahre alt. Das ist absurd. Und da sind immer noch Tiere drin. Da zieht es mir auch... jedes Mal die Schuhe aus. Wahnsinn. Recht. In diesem Wintergarten, das ist tatsächlich nur so groß wie ein Wintergarten, die Innenanlage. Wenn da eine Vogelspinne drin wäre und ein paar Stabschrecken, fände ich es geil. Dann wäre ich okay damit. War dann noch das dazu, also dieser kleine Bereich. Sind natürlich auch uralte Anlagen, gell? Und das war das Zuhause, das Gefängnis von einem kleinen Äffchen. Ich meine, ein Kapuzineräffchen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Könnte sein. Auch hier wieder. Ne? Genau wie im Regenwald sieht das da aus. Ne? Hier vor allem so schön mit den hellen Lichtern und so. Ist genau wie im Regenwald. Total artgerecht. Ja, da könnt ihr schon sehen, die Paviane hier hinten sind Paviane, wenn ich mich recht. Könnte auch ein Mandrill sein. Man sieht den so schlecht, aber ist das, könnte hier auch ein Mandrill sein. Weiß ich nicht genau. Erinnere, die da einfach nur rumsitzen und ihr Ding machen. Ich habe da auch am Ende noch echt traurige Fotos von denen gemacht. Mir fehlen schon die Worte. Also wahrscheinlich werde ich jetzt bei den Bildern ordentlich rumstammeln. Aber ich glaube, jeder Mensch, der noch ein Stückchen Herz und Verstand hat, kann sehen, dass das nicht artgerecht ist. Das sind auch nicht mal schlimme Bilder, ne? Aus meiner Sicht. Das ist noch irgendwie okay. Und der Begriff artgerecht ist nur die Freiheit, ist ja so ein Schlagsatz von Tierschützern, Tierrechtsaktivisten und so weiter. Der wird von Zooleuten immer sehr auseinandergenommen, weil wer bestimmt, was artgerecht ist und hier und da, das ist veraltet, bla 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 bla. Man kann Tiere artgerecht halten, aber auch hier an der Stelle, wer entscheidet, was artgerecht ist? Für mich ist artgerecht auch nur die Freiheit. Also wenn so ein, was weiß ich, jetzt ein Blutbrustpavian irgendwo in Äthiopien im Hochland abhängt und sich ein paar Wölfe anglotzt und da ordentlich am Gras rumnagt, das ist für mich artgerecht. Wenn der hier jetzt in so einer Pipi-Anlage vor sich hinfurzt, dann ist das nicht artgerecht, Leute. Dann ist das Bullshit. Oder auch wenn so Vögel in solchen Volieren gehalten werden, das mag ich alles nicht. Aber wer sagt dann, da stehen ja zwei Meinungen. Der eine sagt, das ist ja artgerecht, weil der hat ja 40 Quadratmeter, ja, und kriegt auch Zwiebeln. Und der andere sagt, naja, aber der lebt ja eigentlich auf, naja, ihr wisst, was ich meine. Da ist die Diskrepanz sehr groß im Verständnis des Begriffes artgerecht. Ja? Da ist, was ist denn hier? Da ist ein Baumstamm, ein bisschen Wiese, so ein kleiner Tümpel hier. Und das war's, aber das ist doch nicht annähernd der Lebensraum, wo diese Tiere normalerweise leben. Ja. Das ist das Menschenaffen. Aber das sind Botschafter ihrer Art und die Kinder setzen sich danach für den Naturschutz ein. Das hat mich tatsächlich sehr, sehr traurig gemacht. Übrigens heute wieder ein Lehrstück, wie man aus einem 30-Minuten-Video ein 2-Stunden-Video macht. Reactions by Robert Mark Lehman. Weil, wie ihr gleich auf den Bildern sehen werdet, diese Tiere einfach aussehen wie wir. Sei es die Orang-Utans, sei es die Gorillas. Wenn ihr denen in die Augen guckt, ich habe mich so geschämt.
Man schämt sich auch, vor allen Dingen, wenn das hier, was ist es denn? Sind es Schimpansen oder sind es Gorillas? Man sieht nicht so richtig viel. Aber wenn das Gehege ist plus Außengehege, ist es natürlich ultra schwach. Da zu sein. Ich habe mich so geschämt, mit meiner Kamera da zu stehen und Bilder von denen zu machen und habe mir gedacht, was muss dieser Affe gerade von mir denken? Dass ich einfach nur der nächste Idiot bin, der ein Foto von ihm macht oder irgendwas ihn anglotzt. Ich meine, guckt euch die Scheiße. Oh weh, wenn Tiere sprechen könnten. Ich wäre so gespannt, was die dann sagen würden. Sieht für mich nach Schimpansen aus, oder? Nee, dieser Boden, dieses bisschen Stroh. Könnten auch Bonobos sein. Ja, und diese Kästen, das ist dann deren Beschäftigungstherapie. Ne? Enrichment, damit die auch mal was zu tun haben. Nachdem sie das 2-3 Mal gemacht haben, ist das auch viel langweilig. Die dann so mit dem Finger rumpulen und vielleicht Leckerchen rauspicken. Das ist absolut erbärmlich. Ich war die ganze Zeit im Zoo mit den Gedanken im Kopf. Ich habe teilweise selbst mit mir geredet. Ich so, I'm sorry, es tut mir leid, ich versuche mein Bestes, dass das hier aufhört, zu den Tieren gesagt. Ich habe mich einfach so geschämt. Ja, geht mir im Zoo auch oft so, nicht in so einer Situation, sondern für das, was ich früher getan habe. Dafür schäme ich mich heute noch sehr doll, immer wieder. So der Spezies Mensch zu gehören in dem Moment. Das tue ich nicht, weil es gibt auch sehr coole Menschen. Ich habe mir nur gedacht, das ist einfach eine Schande. Ich bin durch den Zoo gegangen und dachte mir, es ist einfach eine Schande. Es ist eine Schande, diese ganzen Tiere hier einzusperren für nichts und wieder nichts. Also das ist das Menschenaffenhaus, ne? Ist, seht ihr, ist genau wie ein Urwald. Auch dazu kommt demnächst meine geile Serie. Ihr werdet es lieben. Ich habe ja vorhin schon ein bisschen gespoilert. Hier, ne, das Außengehege ist auch wahnsinnig groß. Und dieser Baum hier, der hier drin ist, guckt euch, da ist so grün und so viele Blätter dran. Da können die so toll rumspielen. Das ist wie im Urwald, ne? Nur anders. Ja, dann ging es weiter. Bilder sind ein bisschen durcheinander. Elefanten oder was? Ich mit der Kamera und mit dem Handy Fotos gemacht habe. Das ist dann Teil des Außenbereichs von den Elefanten. Ich würde sagen, dieselbe Fläche war vielleicht noch so 3 bis 4 Mal links dahinter. Sieht natürlich auch genauso aus wie in Afrika. Ja, das ist immer doof, ne? Bei Elefanten tue ich mich auch schwer im Zoo. Das tut mir immer besonders leid. Ich finde, die kann man besonders nicht halten. Aus meiner Sicht, ne? Also ich bin ja kein Elefantenexperte, aber ich habe viele Elefanten in der freien Natur gesehen. Dies Jahr auch schon und das ist immer nichts, wenn die hier so auf Beton und mit Gitterzäunen und so, das tut mir auch mit der Seele weh, ne? Savanne, ne? Und manche dieser Elefanten sind natürlich mittlerweile neu geboren dort im Zoo, aber die ältesten, die wurden 1995 eingefangen. Wow, okay. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid seit 30 Jahren in diesem Scheiß. Na, es gibt durchaus sehr intelligente Meeressäuger, die sind seit über 50 Jahren eingesperrt. Und auch nicht nur Meeressäuger, sondern auch Landsäuger. Also da geht noch mehr. Und vogelmäßig, der älteste, mir bekannte, eingesperrte Vogel dürfte mittlerweile, müsst ihr mal gucken, Poncho ist so 94 mittlerweile. Um und bei. So. Auf diesem scheiß kleinen Bereich. Hier, Tag ein, Tag aus, das Gleiche. Jeden Tag das gleiche Futter, die gleichen Leute, die gleichen Pfleger, Pflegerinnen. Jeden Tag die gleiche Scheiße, die gleichen Besucher. Na, aber anderes Wetter schon. Die gleichen Kinder, die rumschreien. Ist doch nichts, Leute. Elefanten. Ah, hier schreibt es hier gerade, die Schildkröte im Zoo, im Aquariumzoo ist irgendwas um die 80 Jahre alt. Krass, okay. Ja, wenn man so mal sagt, es gibt Tiere, ne, auch da wieder große Unterschiede. Stimmt, Schildkröten können auch 200 Jahre alt werden, einige. Krass. Aus von innen sieht für mich eher aus wie eine Halle, wo man LKW parkt, aber nicht für fühlende Lebewesen. Auch hier, wenn es aus dem Film Jurassic Park wäre, wäre es noch Dilophosaurus. Dieses Gehege. Ja, da würde er da durchkommen. Ist. Ja, das ist auch ein besonders böses Beispiel. Teil von dem Gehege für diese Schneeleoparden, ne? Also in diesem kleinen Babygehege links daneben war links daneben war der gleiche Bereich nochmal. Also ihr könnt jetzt hier sehen, ne? Das war der eine, der konnte dann hier hinten durchgehen und quasi in den zweiten Käfig reingehen. Beziehungsweise in den dritten, also das sind die 3 Käfige nebeneinander. Für einen Schneeleopard, der mit Sicherheit in der Wildnis mehr Fläche einnimmt und beherbergt, als diese 3 verkackten Käfige. Marc ist sauer, hat er aber auch recht. Also Schneeleoparden haben ja Dutzende Quadratkilometer große Reviere und einige Teams, die den Film wollen, ich werde das vielleicht nächstes Jahr mal angehen, aber vielleicht auch erst das Jahr darauf, brauchen teilweise Wochen und Monate, um überhaupt einen zu finden. Das sagt dann alles über die Reviere. Um mit einem Stahldraht, wie sieht denn das aus überhaupt? Wie muss ich das anfühlen? Auch hier drin. Das ist doch nicht die Umgebung für einen Schneeleopard. Nee, das sieht durchaus anders aus. Vielleicht nochmal in das aufregende Leben von Walter Mitty. Da gibt es diese schöne Szene mit dem Schneeleoparden. Da mal reingucken, da sieht man, wie es aussieht. Ja, das ist dann das Gehege von einer anderen Wildkatze.
das auch nur so groß ist wie meine Wohnung ungefähr. Ja, es sind auch besonders beschissene Anlagen. Also Wuppertal glänzt hier wirklich gar nicht. Ne? Von innen ganz genauso aus. Ich habe da noch ein Foto gleich gemacht von ihr. Ja, die Bilder sind echt ein bisschen durcheinander, sorry. Macht nichts. Aber das ist doch... We get the das idea. Sieht doch, das sieht aus wie eine Versuchsanstalt für mich. Das sieht nicht... Bisschen auch wie ein Gefängnis. Aus für mich wie Artenschutz oder artgerecht. Das sieht für mich aus wie eine Versuchsanstalt. Ja, hier waren irgendwelche Schildkröten, die, warum auch immer, die in diesem blöden Kasten drin sitzen, wahrscheinlich naja. Nachgezüchtet, um mehr Besucher anzulocken oder sowas. Oder weil man die Art tatsächlich erhalten will, kann man auch sagen, das ist natürlich, also da wird jetzt, glaube ich, sogar selbst der letzte Aquarianer, der mich auch richtig scheiße findet, tatsächlich auch sagen, das ist doch Quatsch. Also wenn ich so ein Aquarium sehe, weiß ich, da hat jemand keinerlei Ahnung, wie man ein Aquarium führt. Also das ist ja die Hölle. Ja, das, also sorry, das ist einfach Quatsch. Mal natürlich zu der größten Schande. Für geht mich, gar nicht. Die Fische. Die Zoos brüsten sich ja immer damit, nein, das sind alles keine Wildfänge, die... Oh, jetzt bin ich gespannt. Die Tiere sind nachgezüchtet und denen geht super, das ist artgerecht. Und wie ich auch in dem Gespräch mit dem Arne gesagt habe, ich sage, Arne, wie sieht es mit den Fischen aus? Ja, dann kam er ins Rudern, haben sie natürlich rausgeschnitten, die Stelle. Da hat er dann nur gesagt... Nein, haben sie raus... Ich habe euch vorhin gesagt... dass mich diese Stelle extrem gestört hat. Die haben die rausgeschnitten. Nicht dein Ernst. Und wie ich auch in dem Gespräch mit dem Arne gesagt habe. Ich sage, Arne, wie sieht es mit den Fischen aus? Ja, dann kam er ins Rudern. Haben sie natürlich rausgeschnitten, die Stelle. Da hat er dann nur gesagt, ja, da haben wir noch Verbesserungsbedarf. Ne, Leroy, Alter. Oh, das ist aber asozial. Da würde ich gerne wissen, was da rausgeschnitten wurde. Weil das ist natürlich, das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Übersetzung für... Wir geben einen Scheißdreck. Ja, das ist gut um die Thematik rumgewieselt und es ist so. Und Leute, prüft es. Es steht alles im Internet. Ein großer Teil der Salzwasserfische, ich spreche wirklich nur über Salzwasserfische und im Regelfall auch über tropische Warmwasser-Salzwasserfische, ist oder sind Wildfänge. Im nicht-tropischen marinen Bereich würde ich sagen, sind fast 100% Wildfänge. Das ist das, was ich gemacht habe. Ja? Kaltwasser, Salzwasser, alles Wildfänge. Da, oh, gemein, Alter. Oh, da regt sich aber Marc zu Recht auf. Wie es den Fischen geht. Ich meine, schaut euch das mal an, dieses Becken. Das ist vielleicht von den Abmaßen her wie eine Europalette und in der Tiefe vielleicht 50 Zentimeter? Ja, das ist schon groß. Für ein, auch für ein Meerwasserbecken, oder jetzt, wenn du es im privaten Bereich vergleichst, wäre das schon groß. Und wir sehen hier, ist das ein Anemonenfisch hier eigentlich? Ich kann das scheiße sehen hier, Leute. Mehr Fische sehe ich aber auch gar nicht. Vielleicht ein Wassereinhalt von... Doch, hier... Keine Ahnung, ich habe mit Aquarien nichts zu tun. Sind es vielleicht 200 Liter? Ich würde sagen, ein bisschen mehr. Ich würde auf 500 tippen, aber ich sehe hier auch nicht die Größenverhältnisse. Könnte auch viel kleiner sein. Dazu ziehe ich meine Aussage. Sabanne vielleicht, insgesamt. Und da leben dann tatsächlich hier Fische drin, naja, die aus der Wildnis gefangen wurden. Zu 90% sind das Wildfänge und keine Nachzuchten. Ja, weiß man jetzt bei dem nicht. Bin mir nicht sicher, ob es bei ihm hier Nachzuchten gibt. Weiß ich gerade nicht. So, bei den Wildfängen ist natürlich so, dass die meisten Tiere das nicht überleben. Die ganze Einfang... Marc, du kannst doch sowas nicht sagen. Da steigen dir doch jetzt die großen Aquaristen auf den Kopf. Geschichte und Transportgeschichte aus Asien bis hierher. Wahrscheinlich haben sie Glück, wenn sie es nicht überleben und nicht in so einem Kackbecken hier landen. In so einer dunklen Höhle drin. Ja, sieht wirklich blöd aus, das Becken. Ist richtig. Da krieg ich... Francisco schreibt, das sind alles Nachzuchten. Nemos kann man easy züchten. Das war aber nicht Amphibrion ocellaris, mein Freund. Das war nicht... der Dreibinden-Anemonenfisch. Nee. Da gehe ich nicht mit. Das war ein Anemonenfisch. Ich weiß nicht genau, jetzt, wann haben wir hier? So einfach pauschal. Da kriege ich die Pimpanellen. In so einem kleinen Drecksbecken. Das ist ja genauso klein wie in irgendeiner scheiß Zoohandlung. So, da haben wir ihn doch. Aber das war er nicht. Hier könnt ihr dann sehen, wo die herkommen, ne? Indo-Pazifik. Man lernt auch richtig viel über die Fische. Also es ist richtig wichtig, dass wir diese Fische dort einsperren, damit die Kinder was über Fische lernen. Mark is on fire. Weil jetzt können wir hier sehen, das ist der Fadenfalterfisch. Mit einem lateinischen Namen, den man nicht mal aussprechen kann. Und Chetodon auriga. Kommt aus dem Pazifik und aus dem Roten Meer. Ja. Also der hier unten zum Beispiel, Paracanthurus hepatus, der Palettendoktorfisch, ist ja der einzige
Meerwasserfisch, den ich kenne, Grüße gehen raus, der ist tatsächlich zu 99,1% ein Wildfang. Den können die Leute eigentlich noch nicht kommerziell nachzüchten. Ich würde euch so gerne meine letzten WhatsApp-Nachrichten zeigen, aber noch nicht, noch nicht. Das haben wir jetzt über diesen Fisch gelernt. Da ist keine Infotafel, nix. Wollt ihr mich ja, das ist schade. Ja, das ist wirklich, wirklich Mist. Wir haben einen Bildungsauftrag. Was bildet ihr denn den Kindern? Was lehrt ihr denen denn? Was lernen denn Kinder, wenn sie jetzt von diesem Becken stehen? Außer, dass der Fisch im Indopazifik lebt, wo sie nicht mehr wissen, wo das ist. Ja. Würde ich Marc recht geben, tue ich mich auch schwer. Was ist denn das hier für ein Bildungsauftrag? Ah doch, das war. War schon was ist das für ein Artenschutz hier in diesem Drecksbecken, das so groß ist? Was sind das denn da unten? Ich will nichts Falsches sagen. Doch, es könnten so feuerschwänzmäßige Meister sein, oder? Wie zwei Waschbecken, wo hier übrigens Fische drin leben. Ja? Was sind's denn? Wo ist denn das Artenschutz? Meint ihr, die haben, ist das auch artgerecht hier, die in diesem kleinen Becken zu halten? Es gibt Fische, die in extrem kleinen Habitaten vorkommen, aber auch Pfützen groß tatsächlich oder die sehr klein sind. Pedocypris zum Beispiel, eins der kleinsten Wirbeltiere der Welt. Ist auch ein Fisch, ausgewachsen, glaube ich, 7,9 mm. Pedocypris progenetica? Ja, irgendwie sowas. Ich bin ja nicht so gut mit den lateinischen Namen. Aber das ist definitiv aus meiner Sicht nicht artgerecht. War kein Ausgang, nichts. Es war einfach nur dieser Tümpel hier, wie eine große Pfütze. Super artgerecht für die Fische da, ne? Eher nicht. Auch mit dem Licht und dem Besucher den ganzen Tag, voll artgerecht. Wenn einer stirbt, egal, pack mal einen neuen rein. Ja, dann geht es ja weiter mit dieser Reptilien- oder Amphibienabteilung. Da übrigens, ne, so mit Reptilien, Amphibien, kommt es sehr auf die Art an. Und auch bei allem, was so mit Spinnen, Insekten und so weiter zu tun hat. Ich hatte neulich ganz kurz einen Austausch hier mit Ruthless Cat, kennt ihr vielleicht auch, der mich fragte, ist es eigentlich okay, Insekten zu halten? Wo ich sage, wenn ihr jetzt zu Hause in einem super geführten Terrarium eine Käferlarve habt oder vernünftig Stabschrecken haltet oder auch eine Vogelspinne, kann ich gar nicht schwer was dagegen sagen. Da gibt es sicherlich aus meiner Sicht hier und da durchaus artgerechte Möglichkeiten, besonders bei Insekten und Spinnentieren, weil die auch in der Natur keine großen Strecken zurücklegen, beziehungsweise man sie aus meiner Sicht durchaus artgerecht halten könnte, wenn man das müsste. Niemand muss diese Tiere halten. Das ist natürlich immer auch wieder alles Ego-Kram. Aber da ist es natürlich nicht ganz so schlimm, wie wenn jemand einen Alligator im Keller hat oder einen Serval auf der Couch. Ne? Also da ist das schon durchaus differenziert zu betrachten. Aber Marc ist hier on fire, Alter. Rage Mode on. Diese Kästen hier sind, da haben wir zwei kleine Schildkröten hier hinten. Ne? Diese Kästen sind auch bestimmt wahnsinnige. Ja, das ist zu klein. Das ist Quatsch. Meter mal Meter mal Meter groß. Was haben wir denn überhaupt hier? Wie heißt denn die Echse? Leute, ich brauche Namen. Ich kenne mich mit Echsen nicht besonders gut aus. Ich sage einfach Zapfenechse, weil sie einen Zapfen am Schwanz hat. Das ist ja Quatsch. Ja, hier sind dann auch die armen Gesellen eingesperrt. Ne, komm, Terroristen, haut mal einen raus. Weiß jemand, was das ist? In einem Kasten, der ich mache keine Witze. Vielleicht einen Meter groß geschätzt, mal Meter, mal Meter. Wahrscheinlich eher so 60 mal 60 mal 60. Ja, sehe ich auch, ist zu klein. Also würde ich auch so nicht machen. Ohne Aus... T-Rex, alles klar, danke. Dornschwanz-Agame, Tannzapfen, ne, Tannzapfenechse ist es nicht. Dornschwanz, ja? Okay, alles klar. Ohne nix. Vorne und hinten Glas. Was meint ihr? Wie muss sich dieses Tier hier fühlen? Den ganzen Tag mit dem hellen Licht. Reptiloiden? Nein, Reptilien. Mutet man tatsächlich aus meiner Sicht viel zu wenig Emotion bzw. Geist zu. Also ich bin, bei Reptilien tue ich mich auch immer schwer. Ich habe mich in letzter Zeit durchaus intensiver als sonst mit Krokodilen beschäftigt, verschiedenster Arten und im Rahmen einer Recherche zu einem Video. Und das finde ich spannend, was die tatsächlich alles machen, fühlen können. Und wenn man das überträgt auf solche Echsen und jeder, der schon mal eine Bartagame hatte oder sich damit beschäftigt hat, ich glaube, in denen steckt mehr, als wir ihnen zumuten. Also deswegen bin ich bei der Echsenhaltung auch sehr, sehr kritisch und sage eigentlich, dass das eher nicht so cool ist. Auf diesen blöden Stamm zu sitzen, von links und von rechts begafft zu werden von Menschen, ohne Versteckmöglichkeit. Marc wird immer lauter, ich muss ihn ein Stück leise machen. Bildungsauftrag, Artenschutz. Ja. Voll. Das ist eben das Bild hier von den beiden Aquarien oder von allen Aquarien. Das ist übrigens so ein Raum, ne? Den habe ich als Kind tatsächlich geliebt. Da bin ich durchgegangen und das will ich auch gar nicht absprechen, dass ich da auch was mitgenommen habe. Bin hier durchgegangen, habe mir alles durchgelesen, habe alles auswendig gelernt, in meinen Büchern zu Hause nachgelesen. Und das war für mich immer der schönste Bereich in einem Zoo,
die Aquaristik und Terraristik, das habe ich einfach geliebt. Liebe ich auch heute noch, da reinzugehen, nur gucke ich heute mit einem anderen Auge. Wie ich euch eben gezeigt habe, ne, hier hinten sind dann die zwei Aquarien hier an der Seite jeweils auch. Absolut eine Farce. Oh, die sieht schlecht aus. Also hier ist die Krankheit am Start, von der ich immer wieder gerne spreche, die HLLE, Head and Lateral Line Disease, HLLE, wenn ich das kurz ausspreche, ist HLLE, wo einem Doktorfisch hier das Gesicht weggammelt und hier die nächsten Disease-Areale zu sehen sind. Da sehen Fische einigermaßen häufig so aus und das ist eine sehr schlimme Krankheit, an der der Fisch im Regelfall auch verändert. Da habt ihr schon einige dieser Arten oder diese Art Bilder bei mir in den Stories gesehen und ich habe da ein ganzes Sammelsurium. Ist wirklich, ist doof. Ist ein Fisch, der dafür sehr, sehr anfällig ist. Ich weiß nicht, was das hier ist, ob das irgendeine... Dürfte HLLE sein. Pilzung ist, vielleicht kann hier mal der Robert Mark Lehmann so einschreiten. Das Ganze. Der Robert Mark Lehmann gibt nur Kleinsttipps. Die Aquaristen werden natürlich sagen, was es wirklich ist und dass das alles kein Thema ist. Doch, ich denke auch, dass die sagen werden, dass es scheiße ist. So weiterleiten, sagt mir mal bitte, was dieser Fisch hier hat. Hier sieht es auch irgendwie aus, als wenn er hier irgendwas nicht richtig wäre. Also sagt mir. Da ist auch irgendwas nicht richtig. Ja. Gib mir mal gerne Feedback, ob das hier eine Krankheit ist, die der Fisch hat. Würde mich nicht wundern, so ist wenn es. Das so wäre. Also wie gesagt, absolut eine Schande. Recht. Und das sieht man natürlich nur, wenn man mit dem geschärften Blick da reingeht. Und das will natürlich auch kein Aquarist, ne? Und kein Aquarienleiter oder Zoodirektor. Niemand will kranke Tiere haben. Aber häufig, und dieser Fisch ist ein Paradebeispiel dafür, passiert es eben. Und auch andere Zootiere werden krank oder sind Sensibelchen. Ich darf ja nicht sagen Pussys, das habe ich mal neulich in einem Video gelernt. Dann habe ich aber gelernt, dass das aus meiner cis-hetero überprivilegierten alte weißer Mann-Sicht ist der Begriff durchaus kritisch zu betrachten. Das sehe ich heute genauso. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle entschuldigen, dass ich das Wort Pussy verwendet habe. Ich würde das ummünzen auf, ich glaube, es ging auch um Fische, ich würde es ummünzen auf Sensibelchen. Ich hoffe, damit seid ihr okay. Es sind tatsächlich Sensibelchen, die sich einfach mit der Gefangenschaftshaltung schwer tun. Fühlende Lebewesen so einzusperren, vor allem Fische auf so kleinen Raum. Ich weiß nicht, wie man die Frechheit haben kann und sagen kann, bei uns geht es den Tieren gut. Marc, du beschreibst immer nur die schlechten Zoos. Bei uns ist das alles viel besser. Und die Aussage bekomme ich auch häufig. Aber dann guckt mal in meine Instagram-Highlight-Stories. Da sind ja nun Dutzende Zoos vertreten und einzelne Beispiele aus diesen Dutzenden Zoos. Warum spreche ich die Fische an, wird weggerudert? In so kleinen Drecksbecken. Ja. Wild gefangene Fische. Hackt es bei euch? Ja. Ihr würdet da auch nicht einen Elefanten, da würdet ihr schon einen Elefanten einfangen und den viel zu kleine... Ja, das ist eben das Problem, dass wir den Fischen immer so viel absprechen, beziehungsweise ihnen nicht genug zusprechen und dass es trotzdem fühlende Lebewesen sind, die sich unwohl fühlen können. Jeder Zoo der Welt würde auf den Sack bekommen, wenn ein Gorilla auf 5 Quadratmetern hält, alleine. Oder einen einzelnen Elefanten auf 10 Quadratmetern. Aber eben ein Fisch in einem Minibecken, kein Thema. Ist ja nur ein Fisch. Käfige sperren. Doch. Und auch der gehört unter dem Tierschutzgesetz als Wirbeltier, der ist da aufgenommen. Auch den darfst du oder den musst du, wenn du ihn pflegst bzw. hältst, tierschutzgesetzkonform und nicht leidvoll halten. Das ist die Regel. Punkt. Und hier wäre bestimmt, dass das nicht artgerecht und zum Nachteil des Fisches ist. Wer sagt das? Der Veterinär wird das garantiert nicht sagen. Schwierig. Macht er auch. Aber das mit den Fischen, es macht mich so wütend. Bekommen Fische nur in Gefangenschaft diese Krankheit? Andreas Dahl, sehr gute Frage. Ich habe viele Doktorfische und auch gerade diese Art häufig schon in der Natur gesehen und noch nicht einen einzigen mit dieser Krankheit gesehen. Das ist eine super gute Frage, sehr schöner Vergleich. Danke, dass du die gestellt hast. Ich persönlich habe in der Natur seltenst Fische mit Krankheiten gesehen. Das liegt aber auch daran, dass wenn ein Fisch in der Natur eine Krankheit bzw. eine Schwäche zeigt, ist er auch ganz schnell weg. Und das ist die natürliche Regulation im Nahrungsnetz. Der wird dann von einem Hai gefressen, weil er eben sich nicht so schnell verstecken kann oder nicht so schnell schwimmen kann oder immungeschwächt ist oder sein Auge trüb geworden ist oder was auch immer. Und da sorgen dann tatsächlich Haie, Raubfische und andere Tiere dafür, dass diese Fische schnell verschwinden. Und wenn einer, zum Beispiel der Doktorfisch, sehr dazu neigt oder dieser eine sich nicht vermehrt, damit das Genom schön sauber bleibt und eben Fische entstehen, die nicht so schnell zu Krankheiten neigen. Versteht ihr? Also da in der Natur wird es reguliert. Hier, wenn er dann tot am Bodengrund weiß rumliegt, dann nimmt ihn der Zootierpfleger raus. Was auch jedes Mal scheiße und schade ist. Das tut einem auch weh.
Hier sehen wir dann was ich, wie gesagt, ganz oft gesehen habe. Der rote Sichler, ne, das sind dann die Schilder. Das ist der Bildungsauftrag jetzt. So, wir bilden uns jetzt mal über den roten Sichler. Der kommt nämlich aus nordöstlichem Südamerika. Mhm. Und lebt in Feuchtgebieten und isst Krustentiere. Aber immerhin, was ich immer gut finde, wenn auf Schildern steht, dass das IUCN Red List, die Gefährdungseinstufung. Er ist bei Least Concern, LC, nicht gefährdet. Das war jetzt der Bildungsauftrag. Wir sehen hier aber auch, was ich eben ganz oft gesehen habe, nicht gefährdet. Ha, was macht er denn hier? Also der ist nur eingesperrt. Wegen Artenschutz kann es nicht sein. Ach, vielleicht ja, weil der schön aussieht. Der zieht natürlich tatsächlich, finden Besucher den schön. Servopopulation. Aber vielleicht zur Bildung, ne? Mhm. Haben wir uns jetzt richtig gebildet hier. Marc ist sauer. Ja, nicht aus dem scheiß Wikipedia-Artikel mehr. Ja, so hält man dann eben Vögel gefangen, auch super artgerecht. Vögel generell in Käfigen ein. Braucht man nicht drüber reden. Das ist eine Sache, die ich zu 100% ablehne. Die Vogelhaltung in Käfigen. Die Vogelhaltung mit beschnittenen Schwungfedern. Das ist für mich unacceptable. Wer Vögel liebt, lässt sie fliegen. Ist da mein Leitsatz. Während, weil die fliegen nicht so gern, Vögel. So, nochmal. Was lerne ich denn, wenn ich in dieser Voliere da, die so groß ist wie mein Wohnzimmer, wenn überhaupt, über Vögel. Würde ich nicht vielleicht mehr lernen, wenn ich in den Wald gehe und mir Rotkehlchen angucke? Rotkehlchen habe ich auch auf dem Balkon übrigens. Die kommen zu meiner Futterstelle, wobei die Futterstelle gar nicht so geil finden, sondern eher die Blumentöpfe und da immer alles rauswühlen, die Schweine. Ich glaube auch, dass man da mehr über Vögel lernt, anstatt in einer Voliere. Da würde ich dem Marc zustimmen. Ich habe aber auch einen Freund, der liebt Vögel so sehr und der hat so viele geile Vögel. Grüße gehen raus. Und er liebt die auch so sehr und ich kann das so gut verstehen. Ich hätte auch gerne, würde auch gerne Vögel halten, Laufenten oder irgendwie sowas, aber dazu bräuchte ich natürlich riesige Flächen. Anyway, ich mag Vögel sehr, aber ich schaue sie mir tatsächlich gerne an und ich finde, Vögel sind unterschätzte Tiere, so insgesamt die ganze Vogelgruppe. Ich fotografiere die sehr, sehr gerne, habe da einige Lieblingsvögel und freut euch auf meinen Kalender für das Jahr 2023. Da ist ein, so geil, so vielleicht ist eins der besten Fotos ever. Mal gucken. Oder Tauben? Außerdem habe ich einen Vogel, wie ihr hier schreibt. Ja, vielen Dank, ey. Was ist das für ein Bildungsauftrag oder Artenschutz? Ich könnte das dieselbe Frage bei jedem Bild stellen. Kommen wir zu den Pinguinen. Ne? Sieht auch wieder wie eine LKW-Lagerhalle aus für mich. Nee, also haben wir Pinguine eingesperrt. Pinguine in Zoos? Nein, Punkt. Also ich war oft in der Antarktis oder in Südamerika, Südamerika, Neuseeland, da habe ich Pinguine fotografiert und so. Nein, macht mal, also nein. Pinguine, nein. Nein. Ne, schön die Pinguine hier, und das ist jetzt ein Video, zeige ich euch mal kurz. Ne? Man hat auch noch die Frechheit, dieses Bild Ja, Marc. So leben Pinguine, die sind so majestätisch im ewigen Eis, auf den Eisschollen. Könnte sein, dass ich hier sogar schon war. Ist tatsächlich ein bisschen frech, dass er. Realität versus Realität im Zoo. Ja, die Königspinguine so da zu sehen, ist natürlich. Ich habe da mal ein Bild gemacht, da hatte ich, weiß ich nicht, 50.000 auf einem Foto. Nee, oder 50.000 in dieser Bucht. Und auf meinem Foto waren da ein paar Tausend. Und die dann so zu sehen, tut mir in der Seele weh. Und wie die ja eigentlich 100 Meter tief tauchen und da sich Tintenfische schnappen und so und dazu 100.000 in Gold Harbor rumstehen. Und dann siehst du dir da ein Zoo auf, ein bisschen Beton und so. Und naja, es ist Mist. Genauso wie in Sibirien, in Wuppertal. Ich habe danach, am Tag war ich in Oberhausen im Gasometer, da war eine Naturausstellung mit sehr vielen schönen Naturaufnahmen und da war auch eine Aufnahme von eben so einem Steinbock, wie er in so einem Gebirge stand, auf einen Fluss geblickt hat, der sich so durchs Tal meandert hat. Ah, vielleicht eine Aufnahme von Radomir, der ist nämlich großer Steinbock-Fotograf. Ich finde, Radomir Jakubowski, müsst ihr mal googeln, macht die besten Steinbock-Bilder. Der hat so geile Dinger, der hat da irgendwie Geheimplätze, wo er, nicht sibirische, weiß nicht, ob er die auch schon fotografiert hat, aber unsere Steinböcke, ultra, ultra geile Bilder, auch viele Wettbewerbsgewinner. Habe ich so noch nie gesehen. Steinböcke würde ich gerne auch mal so fotografieren wie Rado. Absolut grandioses Bild und ich bin so traurig geworden, weil da war eben genau dieser Steinbock abgebildet auf diesem Foto in der Natur. Und diese Weite, auf dieser Steinbock geschaut hat, und ich hatte direkt das Bild im Kopf von diesem armen Gesellen hier, der auf so einem Plastikfelsen saß. Jetzt sehen wir hier das grandiose Seehundbecken. Das sind keine Seehunde, das sind tatsächlich Ohrenrobben, also irgendwas kalifornischer Seelöwe oder sowas. Leute. Wenn ich heute schwimmen gehen möchte, hier im Schwimmbad, dann habe ich da ein Schwimmbecken, was größer ist als das. Absolute Frechheit. Ja. Absolute Frechheit. Mir fehlen die Worte, in diesem Becken
Gehören ja, wisst ihr, mit zu meinen Lieblingstieren in Deutschland. Alles, was so mit Seehund, Kegelrobbe zu tun hat, mag ich sehr. Und wenn man die in der Geschwindigkeit, ne, und in der Artenanzahl, in der Individuenanzahl am Strand rumkullern sieht und so, das ist alles so geil. Und mit denen im Wasser, und braucht ja auch keiner einsperren. Also keiner von denen da ist irgendwie vom Aussterben bedroht. Wir haben hier keine Juan Fernandez Fur Seals, die vom Aussterben bedroht sind in den Zoos. Gibt es, soweit ich weiß, glaube ich, weltweit nicht in Zoos, auch Galapagos-Seelöwen nicht. Soweit ich weiß, korrigiert mich. Correct me if I'm wrong. Das wären die Bedrohten. Die alle nicht. Das sind zur Unterhaltung und zur Belustigung der Zuschauer. Seelöwen, Robben und so weiter sind immer nur zur Unterhaltung der Zuschauer da, weil das sind natürlich Publikumsmagnete und so eine Robbenshow und so. Und auch das für 150 Euro die Robben hinter den Kulissen streicheln, dort kommen, ne, braucht er mir nicht Einfach erzählen. Seehunde einzusperren. Und als wenn es noch nicht frech genug wäre. Oh, da sehe ich aber jetzt ein Boot, große Wellen, Südafrika. Lange Leine hinterherziehen und ich dann auf so einer Pritsche mit einer Phantom 2400 Bilder die Sekunde und dann jumpt der weiße Hai raus und schleudert das die Robbenattrappe. Da sehe ich mich dann. Geil, haben die so eine Robbenattrappe hier auch drin. Cool. Brüstet man sich dann damit, den Tieren Beschäftigungsmaßnahmen Der Beschäftigung wäre, wenn du jetzt hier einen weißen Hai reinknallst, zur Alter. Verfügung zu stellen. Spielzeuge. Dann schneidet man aus irgendeinem verdreckten Schaumstoff eine Silhouette von einem Seehund aus, bindet das an so eine Boje, schmeißt das dort ins Becken Habe ich auch noch nicht gesehen, das ist ja totaler Quatsch. und brüstet sich dann damit, den Tieren Beschäftigungsmaßnahmen zu geben. Ich spule das Video mal hier ein bisschen durch, ne? Macht bestimmt richtig Spaß, den ganzen Tag in so einem kleinen Becken zu schwimmen, ne? Wenn man das jetzt genau analysieren würde, würde man mit Sicherheit merken, dass jedes Tier immer die gleiche Route. Haben übrigens mal Schüler von mir gemacht. Müsst ihr mal gucken. Irgendwo auf meinem Archivkanal düdelt dieses Video noch rum. Heißt, oh, hinter Glas, irgendwie sowas, glaube ich, wo die Schwimmrouten von Fischen analysiert haben. Und es ist immer das Gleiche, es ist immer das Gleiche. Und haben es dann nachgezeichnet als Beweis, ne? Wäre hier bestimmt ähnlich. Die Mühe habe ich mir jetzt nicht gemacht, aber einfach nur, um es mal zu zeigen, die schwimmen den ganzen Tag, ihr ganzes Leben in diesem kleinen Becken rum. Und die sind normalerweise im Meer und surfen und so, ne? Also. Stellt euch vor, ihr werdet einfach euer ganzes Leben in eurem Wohnzimmer eingesperrt. Bisschen. Das kommt nah ran, weil Robben sind säugetiermäßig nicht so weit von uns entfernt und Intelligenz und sozialmäßig auch nicht weit. Also sage ich auch immer, ich habe ja früher auch 5 Seehunde eingesperrt, 4,5 Jahre lang und sage den Kindern dann auch immer so, als ob ich 5 von euch nehme und in einen Raum sperre. Punkt. Die lustig. Und dann legt einer einfach eine Plastikpuppe hin und sagt, hier, kann sich ja mit der Plastikpuppe unterhalten. Ja, auch hier wieder ein Greifvogel eingesperrt. Ah, Greife einsperren hinter Gittern. Ich finde das schwierig. Ich finde auch die ganze Anbindehaltung bei Falken, Bussarden und sowas, was ja in Deutschland erlaubt ist, jagdlich und so weiter, stößt mir alles sehr auf. Habe ich durchaus Schwierigkeiten. Ich habe auch Schwierigkeiten mit den Falknern an sich, mit diesen Vögel anbinden, halten. Ist nicht meine Welt. Wirklich, wirklich gar nicht. Und ich mag die Vögel einfach in Freiheit. Und ich liebe es, Vögel zu fotografieren. Ich bin im Herzen bin ich ein kleiner Birder mit meinem Swarovski-Fernglas und der langen Telelinse. Ich bräuchte bloß ein Spektiv. Also ich bin birdingmäßig, habe ich echt hart viel dazugelernt in den letzten Jahren und bin großer Vogelfreund und mir blutet da jedes Mal das Herz, wenn ich die so sehe. Das ist scheiße. Bert in einer riesigen Voliere. Da Das ist kann der Mist. bestimmt richtig seine Flügel ausbreiten. Da steht dann auf der Infotafel: Flügelspannweite 2 Meter, so viel. Ja, da kann der bestimmt richtig ausbreiten in diesem Scheißgehege. Ja, hier unten sehen wir noch ein paar Flamingos, die da in so einem. Da ist immer die Frage gewesen von mir früher schon in den Zoos, warum fliegen die nicht weg, wenn sie doch könnten? Googles, Quelle, Beweis. Planschbecken rumstehen. Wer denkt, Flamingos stehen den ganzen Tag nur im Wasser rum? Guck. Ja, machen die überwiegend. Da habe ich sie schon oft fotografiert und gefilmt. Hier so Baringo, Bogoria, Kenia und so. Oder auch in Patagonien habe ich schon Flamingos gefilmt. Kann man auch in Deutschland irgendwo, es gibt in NRW irgendwo diese Stelle, wo Flamingos sind, gell? Weiß jemand, wo das ist? Da müsste ich auch mal hin. Man kann auch in Deutschland an einem gewissen Punkt irgendwo Flamingos fotografieren, glaube ich. Und wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja, die stehen natürlich den ganzen Tag rum und seien mit ihrem Schnabel da die kleinen Krebschen raus. Deswegen sind sie ja auch rosa. Im Zoo kriegen sie ein bisschen viel Paprikapulver, dass sie auch schön rosa werden. Ja, und fliegen nicht weg, weil man ihnen die gewissen Federn am Flügel beschneidet. So, es sei denn, sie sind Ich mal eingesperrt. ein paar Dokus an. Die fliegen auch große Strecken. Ja, das tun sie und ich habe sie schon fliegen gesehen und wenn so 100.000 Flamingos losstarten und rumfliegen, alter Schweizer, ey, geht richtig ab, sieht richtig geil aus.
Und da mal mit dem Flugzeug so Tür raus und von oben so fotografieren, diese oder dann in Slow Motion 240 Frames per Second, Full HD, 70-200, Canon R3, hätte ich hart Bock drauf. Können wir mal sagen, wo die jetzt hinfliegen sollen? Außer vielleicht 10 Meter in die Höhe und. Ist die Voliere hier geschlossen? Dann sind die ja nicht beschnitten, ne? 30 Meter links und rechts? Das ist doch nichts für einen Vogel. Da kommen wir also auf ein paar bessere Bilder zu sprechen. Ich habe mein Bestes getan, um vernünftige Fotos zu machen. Nee, hast du nicht, Marc. Da hätte ich jetzt mal nochmal so ein Gitter. Ach, oder ist es durch Scheibe fotografiert? Weil ich mag solche Bilder immer. Das könnte ja in der Natur sein, sieht fast so aus, ne? Aber wenn dann noch so eine Drahtgitter so davor sind, dass man auch sieht, dass es im Zoo ist. Das war eben dieses Kapuzineräffchen am Anfang in diesem Wintergarten. Guck dem mal ins Gesicht. Die sehen doch aus wie wir. So wie ich vielleicht, aber nicht so wie ihr. Die Menschenaffen vor allem. Kollege Silberrücken-Gorilla hier, ich weiß nicht, ob es ein Silberrücken ist. Wird bestimmt mal ein Silberrücken oder ist auf dem besten Weg. Können ist noch so, ist bestimmt ein Silberrücken. Ich sage jetzt nichts Falsches, kommt. Demnächst gibt es meinen Film über Silberrücken und Blackbacks und Sams und live aus der Natur. Hat sich einfach von der Scheibe die ganze Zeit weggedreht, war es wahrscheinlich leid, Leute anzugucken, wäre ich auch. Jetzt guckt mal in die Augen. Ja. Tue ich mich auch schwer mit. Sieht sowas von aus wie wir. Wie muss ich das anfühlen? Guckt euch die Ohren an, die Nase, der kann... Da braucht man die Frage, glaube ich, gar nicht stellen, wie sich das für die anfühlen muss im Zoo. Das fühlt sich für die so an wie für uns. Also, wir sind nicht ohne Grund auch Menschenaffen. Wir gehören in die Gruppe der Menschenaffen. Gorillas, Schimpansen, Orang-Utans, Bonobos, jetzt habe ich mal gesagt Borneos, Bonobos, also Waldschimpansen, und wir Menschen, Freunde. Das sind die fünf Menschenaffen. Wir fühlen uns alle gleich. Wir haben zwar unterschiedliche Regeln, Lebensräume, Lebensweisen und Aussprachen, aber wir fühlen uns mit Sicherheit alle gleich. Und wer das verneint, dem kann ich leider auch nicht mehr helfen, weil der verneint die Fakten. Und hier braucht es noch nicht mal Fakten. Wir gehören alle in eine Gruppe. Und uns würde es hinter Glas, hinter Gittern, hinterm Wassergraben sehr, sehr gleich gehen. Davon bin ich fest überzeugt. Und viele andere Menschen, die ich kenne auch. Primatologen, Verhaltensforscher, Rechtsmediziner, Grüße gehen raus, Marc. Great Ape Project, Jane Goodall. Da gibt es wenige, die sagen, dass das okay ist, die Tiere einzusperren, Freunde. Umgebung wahrnehmen. Meint ihr wirklich, der hat Bock, hinter einer Glasscheibe zu sitzen, sein ganzes Leben lang? Garantiert nicht. Was muss in dem Kopf von diesem Schimpansen vorgehen? Vielleicht denkt er sich, wann komme ich hier raus, wann hört dieser Kack hier auf? Ja, hier sieht man wieder, wie der Bildungsauftrag funktioniert. Menschen stehen vor einer Glasscheibe, gucken sich Affen an, wie sie in ihrer natürlichen Umgebung jagen, ihren Sexualtrieb ausleben, Freundschaften pflegen, kämpfen. Kann man alles hier perfekt sehen. Also man kann hier, wenn man... Ja, das ist übrigens auch so ein Punkt, das ist auch so ein Punkt, wo ich die Zoos mal kurz in Schutz nehmen muss. Wenn du Tiere natürlich hältst, das hat auch der Zoodirektor in dem Video mit Marc gesagt, dann kommt es auch zu blutigen Kämpfen. Und das ist auch in der Natur tatsächlich so, ne? Also die Schimpansen sind ganz schön ruppig miteinander. Da wird auch mal einer umgebracht, erschlagen oder ertränkt. Das passiert in der Natur genauso wie im Zoo. Und dann darf man sich natürlich als Tierrechtsaktivist tatsächlich nicht aufregen, weil das findet auch in der Natur statt. Nur da hätten sie die Chance gehabt, sich aus dem Weg zu gehen, abzuhauen und vielleicht einer anderen Gruppe anzuschließen. Nur das bleibt im Zoo den Tieren eben nicht übrig, sondern da sterben sie dann unter Umständen oder werden zu Tode geprügelt oder vergewaltigt. Aus menschlicher Sicht tue mich mit dem Begriff immer sehr, sehr schwer, weil das ein menschlicher Begriff ist und man den auf Tiere nicht so richtig gut anwenden kann. Bei Menschenaffen vielleicht, aber man muss das trotzdem sehr differenziert sehen. Das ist ein Thema für ein ganz anderes Video. Natürliche Verhaltensweisen werden auch teilweise im Zoo gezeigt, dann sind sie besonders brutal und die Tiere haben halt keine Chance wegzugehen. Und das ist das einzige Problem, was ich damit habe. 5 Minuten vor diesem Gehege steht, hat man so viel gelernt über diese Tiere, das ist unfassbar. Also wir müssen Zoos auf jeden Fall am Laufen halten, weil diese Bildung ist unerlässlich. Und Marc hört sich an, wie ich in meinen Anfangszeiten sauer. Heute sehe ich das teilweise ein bisschen differenzierter. Ihr wisst, ich bin auch ab und zu sehr sauer, aber ich kann Marc gerade sehr, sehr gut verstehen. Können wir sogar sehen, wie ein Elefant mit einem Hochdruckschlauch abgespritzt wird. Ich meine, das können wir den Kindern doch nicht vorenthalten. Und die haben so viel Spaß daran. Also Elefanten müssen wir auf jeden Fall im Zoo drin lassen und weiter einsperren, weil stell mir vor, wir könnten den Kindern nicht mehr zeigen, wie man Elefanten mit einem Wasserschlauch abspritzt. Elefanten sind ein Besuchermagnet und da habe ich schon von Zoodirektor, Doktoren und Innen- und Veterinärmediziner aus dem Zoo gehört, es müssen wieder mehr Elefantenbabys kommen,
damit die Besucher in den Zoo kommen. Und jeder Zoo, ob das jetzt Hannover ist oder so, wirbt immer mit Elefantenbabys, weil das natürlich ein Publikumsmagnet ist. Es gibt auch Zoos, die besamen mit Absicht Elefanten, besamen dann 4 Kühe, obwohl sie erwarten, dass es nur 2 Babys gibt oder nur Platz für 2 Babys haben, in der Erwartung, dass sowieso 50% stirbt kurz nach der Geburt, bei der Geburt oder schon im Mutterleib. Da wird ein Schmuh getrieben in den Kulissen. Wenn ihr wisst, was mir die Tierpfleger teilweise so schreiben, ich bin informiert, liebe Freunde. Das ist der Schnitt. Danke übrigens an alle Tierpfleger an dieser Stelle. Ich weiß, ihr liebt die Tiere und es gibt auch unter euch Menschen, die sich verändern möchten. Alles zu seiner Zeit. Leopard, der in diesem einen Käfig, wenn ihr euch erinnert, in diesen 3 Käfigen nacheinander eingesperrt war, der da auch nur rumlag, nichts gemacht hat, hat man auch richtig viel gelernt, wenn man den beobachtet. Ja, dann ging es weiter mit... Ja, Haustiere, Ziegen. Ziegen. Da liebe ich immer, wenn man da die Kinder reintut ins Streichelgehege, die dann so eine Ziege an den Hörnern rütteln und die Ziege, die dann wegbombt. Das mag ich eigentlich. Deswegen würde ich auch gerne in so ein Haustierzoo gehen und mich da einfach mal 10 Stunden hinsetzen, wenn der überhaupt 10 Stunden offen ist, und einfach Käffchen trinken, da sitzen und zuschauen, wie die Ziegen die Kinder wegboxen. Das finde ich, das ist eigentlich aus meiner Sicht Unterhaltung und tatsächlich auch artgerecht. Sind immer, ihr müsst die Unterscheidung treffen, kleiner Spaß übrigens das gerade, ihr müsst immer die Unterscheidung treffen zwischen Wildtier und Haustier. Das sind 2 sehr unterschiedliche Paar Schuhe, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Letztendlich sind es alles Tiere, aber mit einem Haustierpark habe ich weniger Schwierigkeiten, wenn sie nicht ausgebeutet werden und einigermaßen vernünftig gehalten werden, so wie mit einem Zoo, der wilde Tiere einsperrt. Ja? Ich dachte mir, sind jetzt Ziegen vom Aussterben bedroht? Nein, die sind da, weil die Kinder die streicheln können. Und damit ich die anschauen kann, wie die Kinder wegboxen. Das wäre mir neu. Nee, sind sie nicht. Es gibt bestimmt auch eine Ziege, die vom Aussterben bedroht ist. Vorsichtig, es gibt viele Ziegen. Da sind auch garantiert Ziegen dabei, die vom Aussterben bedroht sind. Bestimmt gibt es eine Ziege. Natürlich nicht. Warum sind die da? Weil Kinder Ziegen süß finden. Also ja. Warum sperrt man diese Ziegen dort ein, züchtet sie, sperrt sie ein? Weil sie Besucher anlocken. Ja. Nicht für einen Bildungsauftrag. Du musst nichts über Ziegen lernen. Was willst du denn über Ziegen lernen? Da kannst du eine Menge über Ziegen lernen, aber nicht im Zoo. Ja, die haben es auch richtig gut, ist auch richtig arg. Geil. Oh, ich liebe Schweine. Ihr wisst, ich hätte so gerne Schweine. Ich hätte natürlich am liebsten Wasserschweine. Aber ich finde auch Minischweine, Peccaries und sowas alles geil und Büschelschweine. Ich finde, Schweine sind irgendwie geil und die sind so intelligent und die sind auch ein bisschen wie wir und die sind so schön sauber. Und die sehen auch geil aus und die machen was, die grunzen, die sind auch pfiffig und ich finde Schweine einfach geil. Echt, vor allem der Beton hier hinten, der ist auch... Ja, das ist natürlich Grütze. Wie in deren Heimat, auch der Boden, das Pflaster hier, das ist wie im... Scheiße. Wald. Ja, ja, das ist wie eingangs gesagt, mein Lieblingsfoto. Liebe Gäste, diese Anlage ist aktuell nicht besetzt. Ein Plan zur weiteren Nutzung der Anlage wird derzeit noch erstellt. Diese Anlage ist aktuell nicht besetzt. Ein Plan zur weiteren Nutzung der Anlage wird derzeit noch erstellt. Da sollte stehen, wird nicht erstellt. Der Zoo ist aktuell leider geschlossen und wird nicht mehr öffnen. Das, lieber Zoo, könnt ihr euch schon mal in eurem Design eurer Wahl ausdrucken und groß ausdrucken, weil das könnt ihr bald an eure Tore heften, wenn ihr den Schlüssel rumdreht. Marks Ansage an die Zoos, finde ich geil. Ich würde ein Schild total fühlen. Liebe Gäste, diese Anlage ist nicht besetzt, Punkt. Einen weiteren Plan zur Nutzung dieser Anlage gibt es nicht. Sie wird demnächst abgerissen. Diese Fläche wird der natürlichen Nutzung zugeführt und demnächst werden Sie hier nur noch Tiere sehen, die freiwillig hierher gekommen sind. Vielen Dank für Ihr Verständnis, Ihre Artenschützer vom Zoo Wuppertal. Das ist ein Schild, was ich fühlen würde. Ja. Aquariumbereich, wo ein Aal drin war, der so bestimmte gute 50, 60 Zentimeter... Ich möchte jetzt mal ganz kurz wissen, bitte, was das für ein Fisch ist. Das Foto reicht mir nicht zur Bestimmung und ich bin gut im Bestimmen von Fischen. Groß war, in einem Becken... Was? Aquarianer, schreibt mal ganz kurz rein, was wir hier haben. Das sieht für mich aus wie eine Mischung aus einem elektrischen Aal mit einem Schlangenkopf und einem Flösselhecht. Aber was ist es? Nicht viel größer war, als wenn er sich quasi komplett ausgestreckt hätte. Ich weiß es gerade nicht. Hätte. Hier sieht man eben diesen Vogel, wo ich da ist der Alpes. Das Schild eben gezeigt habe. Der. Ja, der gehört in so eine Brandungsküstenzone oder in so einen austrocknenden See, der da rumfummelt und irgendwas aus dem Schlamm piekt. So eine Quastenflosserkreuzung, das glaube ich nicht. Es gibt keine lebendigen Quastenflosser im Zoo. Nicht vom Auge. Zylakanten gibt es nicht. Die gibt es nur auf meinem Schienbein. Bedroht. Latimeria chalumnae. Ich mache mal ein Video über den Quastenflosser. Das finde ich ganz schön, weil über den weiß ich wenigstens viel. Habe ich ja keine Quellen. Muss ja dann wieder googeln. Ah, nee, komm, ich lasse das. Der auch hier perfekt angepasst, sieht man hier wirklich.
Ich meine, wenn da jetzt Kinder vorbeigehen, dann lernen die auch so viel über diesen Vogel, wie er sich... Alter, habe ich hier keine Aquarianer im Chat? Ihr müsst doch mal sagen, ja, ihr sagt auch Flösselhecht, ne? Ich will jetzt wissen, was das für ein Fisch ist, Alter. Mit diesen natürlichen Betonwänden und dem Stein auf dem Boden. Ja, richtig hervorragend. Wirklich wie in seinem Lebensraum. Den Pinguin geht's auch richtig... Ja, ey, Penguins, die kannst du dir nicht hier auf... Nein, Beton, nein, einfach nein. Gut mit dem Plastikstein da hinten. Und den ganzen Kelbwäldern hier, nein, natürlich nicht. Die sind da in irgendeinem Kackwasser, was das auch immer ist. Und dann hat man eben noch die Freiheit abzubilden, wie die in Wirklichkeit leben. Der sieht auch richtig glücklich aus hier. Dieser Pinguin, ich stand da wirklich ein paar Minuten vor und hab mit ihm geredet. Ich weiß, dass er mich nicht hören konnte, aber ich musste irgendwas machen, um mich selber zu beruhigen, weil ich sonst den Verstand verloren hätte. Und ich habe wirklich die ganze Zeit nur gesagt, es tut mir leid, ich versuche mein Bestes. Also so ein Pinguin da an der Glasscheibe. Das muss aufhören. Das ist eben der Steinbock, den ich angesprochen habe, den ich dann am Tag danach auf einem sehr schönen Foto gesehen habe. Und hier eben eingesperrt mit diesem wunderschönen Zaun und dem Plastikpelsen, von dem er dann über Wuppertal blicken kann. Guckt euch mal echt die Bilder von Radomir Jakubowski an, von den Steinböcken. Die finde ich so geil. Die beeindrucken mich immer wieder, weil die sind auch schwer erarbeitet. Muss man erstmal aufsteigen zu den Viechern. Das ist nicht ohne. Ja, diese anderen Pinguine, die konnten sich auch richtig gut ausleben in dem Becken da. Konnten die kilometerweit schwimmen, natürlich jagen und wirklich ihre natürlichen Instinkte ausleben. Wirklich wahnsinnig gut umgesetzt hier. Über den Bär habe ich ja schon gesprochen. Ne? Aber der Bär hat immer eine Boje hier, oder was? Das ist ja in Richmond Park. Boah, also Bär mit diesen Betonplatten. Nicht groß, vielleicht immer schwer zu schätzen. Selbst wenn es vielleicht die Größe von einem Fußballplatz, noch nicht mal. Fußballplatz ist riesig, das wäre ein Ultrabärengehege. In der Regel sind die deutlichst kleiner. Ein Handballfeld vielleicht groß, dieses Gehege. Wäre schon so gut. Wuppertal kann mich gerne korrigieren, wenn es größer ist als ein Handballfeld. Viel größer kann es nicht sein. Der lag da eben rum. Und was kann man jetzt über Bären lernen? Und ich glaube, das Bild ist mir am meisten hängen geblieben, wenn ich das sehe. Oder als ich das fotografiert habe, als ich den Gorilla da liegen habe sehen, dachte ich mir nur, ja. Da gebe ich euch mal einen kurzen Spoiler. Einer meiner nächsten Serien, die veröffentlicht wird. Achtung. Ich lasse es mal kommentarlos so stehen, oder? Das ist ein sehr verwandtes Tier. Ist nicht das gleiche, weil Berggorillas gibt es nicht im Zoo. Aber das ist ein Berggorilla. Das andere war sicherlich ein Flachlandgorilla. Und so muss das aussehen. Freut euch auf die Serie, die dazu demnächst kommen wird. So, weiter mit Marc. Ich weiß, wie sich Depressionen anfühlen. Ich kenne diesen Blick. Ich kenne das, wenn ich so auf der Couch liege, mir die Hand unter meinen Kopf packe und mir nur denke. Ja, hat er mich emotional jetzt getroffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das so zu sehen, nach dem, was ich da zu erlebt habe, ist nicht ganz ohne gerade. Ihr werdet es nachempfinden können am Ende des Jahres. Für alles. Für was ist das gut? Was soll das hier? Und das ist genau derselbe Blick. Wer wirklich Depressionen kennt und da vielleicht mal ein bisschen durchgegangen ist und sich dann diesen Blick hier anguckt, der weiß, das ist nicht irgendwie einfach nur müde oder gelangweilt. Das ist einfach pure Depression in meinen Augen. Auch mit diesem bisschen Stroh da, was er sich dann zusammengerauft hat, um irgendwie ein bisschen weich zu liegen. Ich könnte echt heulen bei dem Bild. Und wenn er dann so in die Kamera guckt und ich dachte mir so, boah, ist das peinlich. Ich habe mich so geschämt, dieses Bild zu machen. Auch hier der Orang-Utan. Sieht auch richtig glücklich aus da drin. Was trägt es zum Artenschutz bei, diese Tiere dort einzusperren? Frage an alle Zoobefürworter. Schreibt es unten in die Kommentare. Was trägt es bei? Ich bin gespannt. Nicht immer nur dagegen wettern und sagen, der Marc ist ein Lügner und ein Spinner und der hat keine Ahnung und der Lehmann, der hat sowieso auch gar keine Ahnung. Nicht die Personen diffamieren. Der Marc ist ein Arschloch. Der Lehmann ist ein Arschloch. Wir sind alles Arschlöcher und wir sehen scheiße aus und von bis. Das könnt ihr auch alles denken. Ist auch alles okay. Aber schreibt doch mal die Belege eurer Aussagen unten in die Kommentare, dass das Artenschutz ist. Wo sind die wissenschaftlichen Belege der Zoos, dass das Einsperren von Orang-Utans oder Gorillas, den Gorillas und Orang-Utans in der freien Natur etwas nützt? Ich möchte es wirklich gerne lesen. Nicht immer nur hinschreiben, sondern ich will die Quelle. Ich will den Beweis. Er bringt den mir und dann gehe ich rein und gucke mir das an. Ich habe mir das alles sehr genau in der Natur angeguckt, mit den Artenschützern vor Ort. Das ist das, was bringt. Aber ich sehe einfach nicht, und ich lasse mich wirklich eines Besseren belehren, sicherlich genau wie Marc, er ist auch ein cleveres Kerlchen, wenn es etwas
zur Arterhaltung genau dieser beiden Arten tatsächlich beiträgt. Und kommt mir nicht mit den Zoos retten Tiere und Bildungsauftrag und Botschafter ihrer Art und dann kein Kind geht doch danach aus dem Zoo und sagt, naja, ich habe ja den schlafenden Orang-Utan da gesehen, du, ich esse jetzt kein Palmöl mehr und setze mich für den indonesischen Regenwald ein. Verratet's mir. Oder zur Bildung. Das war dann der Pavian, der da zusammengekauert saß, die ganze Zeit seinen Mund offen hatte. Das ist keine Momentaufnahme. Ich kann auch noch mehr Bilder zeigen. Hier, Mund immer noch offen. Mund immer noch offen. Der hatte einfach die ganze Zeit. Ist es ein Pavian oder ist es ein Mandrill? Ich bin mir gerade unsicher. Ich bin mit diesen Affenarten, tue ich mich immer so ein bisschen schwer. Sehen ja auch sehr gleich aus, aber könnte auch ein Mandrill sein, oder? Mund offen. Kann mir gerne mal jemand, der sich auskennt. Francisco schreibt es ja auch schon, das ist ein Drill. Erklären, was der für eine Verhaltensstörung hat, wo das herkommt. Ich kann nicht sagen, wo es herkommt. Sehe ich bei Primaten häufig im Zoo dieses lange Mund offen stehen lassen? Also einige dieser Tiere, die ich da beobachtet habe, sind durchaus verhaltensauffällig. Aber wie gesagt, ich habe es ja in der Instagram-Story auch mal ordentlich rausgehauen. Viele Zoodirektoren und Zootierärzte sind da der Meinung, dass das ist ja Entspannung. Alto Belli, ey. Jo, 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 jo. Vom eingesperrt sein, der die ganze Zeit nur so da saß, sich selber so festgehalten hat und sonst nichts gemacht hat. Ja, die Bilder sind fast zu Ende. Hier noch ein letztes Bild von dem Elefanten, der seit, wahrscheinlich ist das dieser, der seit 1995 dort eingesperrt ist. Vielleicht ist es auch ein anderes von den Tieren. Das ist lange, ne? 27 Jahre, ist wirklich, wirklich lang. War eben der älteste, laut meiner Info, ist eben seit 1995 da, in Afrika eingefangen und dann eben in Wuppertal eingesperrt. Das heißt, er ist seit fast 30 Jahren in diesem Gehege drin, was früher noch wesentlich kleiner war als jetzt. Was muss in dem Kopf von diesem Riesen vorgehen, wenn ihr in diese Augen guckt? Sind die gleichen Augen wie bei euch? Das sind die gleichen Augen wie bei einem Gorilla. Diese Tiere sind nicht glücklich, wollen nicht eingesperrt sein. Das ist übrigens wissenschaftlich belegt, dass ein Großteil der Elefanten, über 80%, tatsächlich verhaltensauffällig sind, weltweit in Zoos, da gibt es Untersuchungen, die wurden dazu gemacht. Quelle, schreibt meine Community in die Kommentare. Elefantenhaltung sehe ich als extremst kritisch. Extrem, da bin ich ganz, ganz großer Gegner von. Schließ das Video ab, denn es ist lang genug geworden. Ich schließe mit diesem... Marc, dein Video war doch gerade mal 30 Minuten. Meins ist doch hier schon anderthalb Stunden bestimmt. Bild hier von diesem Gorilla. Lasst euch das Bild ein bisschen auf der kleinen Hirnrinde zergehen. Das ist... mir sehr, sehr wichtig, dass ihr das Video teilt, denn davon, dass ich im Zoo war, habe ich den Tieren nicht geholfen. Auch Fotos von den Tieren machen hat niemandem geholfen. Was Hilfe bringt, ist eben dieses Video jetzt, wo ich dann drüber spreche, was mit diesen Tieren passiert, um zu zeigen, wie das eben aussieht. Das heißt, unterstützt bitte keinen Zoo, geht nicht in den Zoo, geht nicht mit euren Kindern in den Zoo. Macht es einfach nicht. Lasst uns zusammen die Zoos schließen. Ich bin raus. Danke fürs Zugucken. Er ist raus, die Tiere nicht. Macht mich wirklich traurig, das Thema. Deshalb, wie gesagt, beende ich das Video jetzt auch. Teilt das Ganze. Danke für die Aufmerksamkeit. Ciao. Gebt mir mal einen Daumen hoch. Wir abonnieren auch mal den Marc. Mal gucken, was er da noch so treibt auf seinem Kanal. Marc Korhammer. Lasst mal ein bisschen Liebe da. Schreibt ihm mal was in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Da ist noch nicht viel los. Da kann noch mal ein bisschen was kommen. Fand ich gar nicht so schlecht. Sehr emotional. Da muss man immer aufpassen, das kenne ich ja von mir persönlich auch, dass man da nicht zu emotional wird, weil dann bietet das immer wieder Angriffsfläche für andere Menschen. Aber grundsätzlich fand ich alles gut, was er gesagt hat. Hier und da gibt es noch etwas Verbesserungsbedarf, aber grundsätzlich gute Arbeit, Marc. Und ja, scheiße, man hätte natürlich in dem Gespräch bei Leroy noch mal ein bisschen mehr auf die Kacke hauen können und dem, weil es war so ein mittleres Video, da war nicht genug Zunder drin, Leute, da hat mir so ein bisschen das Benzin im Feuer gefehlt, wisst ihr? Oder das Haarspray. Gut. Gut, dass wir uns das angeguckt haben und schaut euch noch mal, wie gesagt, auch das Video von Leroy an, zu dem ich ja leider keine Zeit hatte. Aber gut, Marc, du hast da würdig einen abgeliefert. Sehr schön. So, und am Ende, bei allem, wenn es jetzt um Zoos, Aquarien, eingesperrte Tiere geht, differenziert bitte immer sehr schön. Dazu muss ich jetzt nochmal aufrufen an dieser Stelle, sprecht nicht von Tieren im Allgemeinen, nicht von Zoos im Allgemeinen. Ja, man kann gewisse Dinge verallgemeinern, aber für viele Tiere muss man es sehr differenziert betrachten. Ihr könnt einen Elefanten nicht mit einer madagassischen Fauchschabe, gibt es überhaupt madagassische Fauchschaben, vergleichen. Ja, das muss man schon sehr differenziert betrachten und die Haltung dazu. Und
Wenn ihr in einen Diskurs geht, in einen Meinungsaustausch, macht es faktenbasiert, lest ein paar Paper, lest ein paar Studien, geht da gut informiert rein und macht es bitte immer auf einer sachlichen Ebene. Denunziert und diffamiert nicht die Person. Das passiert mir ja häufig, dass gegen mich als Person geschossen wird, aber nicht meine Argumente zerlegt werden. Ich würde mich ja freuen, wenn man mal meine Argumente auseinandernimmt und mir Gegenbeispiele liefert oder in einen wissenschaftlichen Diskurs geht, anstatt immer nur zu sagen, der Lehmann ist ein Arschloch und der hat ja gar nicht studiert und der ist ja gar kein Experte und der blablabla. Geht in einen konstruktiven Meinungsaustausch, liebe Community. Ihr macht das sowieso, aber auch alle anderen. Das ist ein Aufruf an alle, die das Video schauen und ein Aufruf im Prinzip an die ganze Menschheit. Diskutiert vernünftig und friedlich miteinander. Morddrohungen sind inakzeptabel. Ich wiederhole das an dieser Stelle nochmal und werden von mir auch gnadenlos verfolgt, beziehungsweise von meinen Anwälten und dann vom Gericht. Und ihr verliert. Also Morddrohung ausgesprochen ist Morddrohung ausgesprochen. Punkt. Das hat kein Zoodirektor und kein Tierschützer verdient und niemals. Und das ist am Ende, glaube ich, die wichtigste Kernaussage. Menschen, die sich für die Natur, für die Tiere, für die Umwelt einsetzen, die zu denunzieren und denen zu sagen, dass es Arschlöcher sind, das macht gar keinen Sinn. Denn, und ich spreche jetzt mal von wir versuchen, es für die Tiere zu verbessern. Das ist unser innerer Antrieb, es für die Welt besser zu machen. Und das machen wir auch für euch, für alle Menschen da draußen. Für die Idioten, für die Guten, für die Kleinen, für die Großen, für die Jungen, für die Alten, für alle. Ich kämpfe um diese Erde für jeden, jeden einzelnen Menschen und für jedes einzelne Tier. Bitte respektiert das und honoriert das auch. Ja? Und seid immer nett und friedlich zueinander. Das ist das Allerwichtigste, um was ich nochmal bitten möchte. Und wenn ihr die Message nicht mögt, attackiert die Message, nicht den Messenger. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Vielen Dank.